Jo Leute, Weltrekordhalter von Metal Prime 1 Glitches am Start. Heute reden wir über das wunderbare Erlebnis, was Metal Prime 1 Glitches ist. Metal Prime 1 ist der wunderbare erste Teil von der wunderbaren Metal Prime Trilogie. Wir reden hier speziell über die Trilogy-Variante, also die remasterte Form des Spieles, welches für die Wii rauskam. Die zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, ist entweder physisch über eine Disc. Wenn ihr auf eBay einmal schaut, viel Spaß. Okay, gut, freut mich, dass wir es geklärt haben. Und die zweite Variante ist über die Wii U Virtual Console. Der Run, so wie alle anderen Metal Prime 1 bis 3 Runs, wird auf einem durchgespielten Spielstand passieren. Dementsprechend ist es praktisch New Game Plus, rechts Spielzeit. Die wird sehr unterschiedlich sein von der Zeit, die oben links jetzt laufen wird, über das wunderbare Programm Live Split. Weil diese Zeit wird um die 30 Minuten mehr sein. Alles, wo Samus sich nicht bewegen kann, zählt nicht. Da das Spiel aber nach der internen Spielzeit geht, machen wir im Laufe des Runs ein paar Sachen, die für die Ingame-Zeit sind, aber nicht für die reale Zeit. Deswegen, wenn ihr euch wundert, warum die Zeit oben links ein wenig anders aussehen würde als die Zeit am Ende vom Run, liegt es daran. Aber so ist es bei Metroid-Spielen üblich. Los! So, der Schwierigkeitsgrad ist normal, weil Gegner sollen so wenig Leben haben wie möglich. Geil, starte ich jetzt das Spiel, aber ich starte den Timer nicht. Hallo Radipitz. Ich starte den Timer nicht, weil der Timer startet erst, sobald Samus sich anfängt zu bewegen. Man erkennt vielleicht ein Muster zu dem, was ich dir vorgesagt habe. Da wir hier in New Game Plus spielen, kann ich jederzeit auf den B-Knopf drücken, um sämtliche Cutscenes zu überspringen. Wir haben hier die einzelnen Schüsse, die machen einen Schaden und wir haben den Charge-Beam, der macht 15 Schaden. Großer aufgeladener Schuss macht mehr Schaden als kleiner Schuss. Der Sprung in diesem Spiel ist tatsächlich ein wenig hat tatsächlich eine kleine Relevanz, weil tatsächlich, sobald man die Kamera lockt, was man mit Z machen kann, bewegt sich Samus in einer konstanten Geschwindigkeit. Weil so, wenn man nicht den Z-Knopf gedrückt hält, dann variiert die Geschwindigkeit von Samus immer je nachdem, wie der Boden gerade ist. Also wenn zum Beispiel der Boden gerade hoch geht, dann läuft Samus da halt langsamer runter, hoch, was ja Sinn ergibt. Aber wenn man Z gedrückt hält, dann läuft halt Samus in einer konstanten Geschwindigkeit. Kommen wir jetzt zu Samus' Waffen. Wir haben hier nämlich einen wunderschönen Raketenwerfer und wir werden diesen ein wenig ausnutzen, indem wir ganz viel erstmal den Gegner anvisieren, dann zur Seite springen und dann sehr viel einfach nur diese beiden Knöpfe spammen werden. Also A und den Pfeil nach unten. Warum drücke ich beide Knöpfe gleichzeitig? Einfach. Sobald ich normal schieße, wird der Cooldown aufgehoben. Weil normalerweise muss halt die komplette Animation der Rakete durchlaufen, damit Samus eine neue Rakete schießen kann. Wenn man aber einfach die Rakete da, also wenn man einfach die Animation der Rakete dadurch abbricht, dass man normal schießt, dann sorgt das dafür, dass man direkt eine neue Rakete schießen kann. Kommen wir jetzt mal zum Off-Ball, in dem ich mich ja gerade befinde. In der Wii-Version ist es besonders, dass Samus einen Springball hat, also sobald ich die Remote hochschüttle, kann Samus springen. Das ist recht gut, wenn man viel Geschwindigkeit aufgebaut hat. Morbball, ja, das hier ist Morbius. Das ist recht gut, wenn man viel Geschwindigkeit aufgebaut hat, weil man dann mit der ganzen Geschwindigkeit besonders weit fliegt. Der Springball ist recht scheiße, wenn man einfach die ganze Zeit nur langsam ist. Den Springball kann man auch gut aneinander ketten in dem richtigen Rhythmus, aber das ist jetzt eigentlich nur relevant für den Anfang vom Spiel. Hier werde ich jetzt, einfach nur, bis ich den Morphball habe, praktisch durch jeden Raum durchspringen. Oh mein Gott, da ist ein Dash, ich habe mich kaum von der Stelle bewegt, weil der Dash in der Wii-Version scheiße ist. Der nächste Part ist tatsächlich einer der wenigen stark glücksbasierten Teile vom Run. Aber bis dahin springt man tatsächlich nur, also das Movement ist immer gleich. Also man kann einfach das nachmachen, was ich gerade tue. Das ist wirklich einfach nur, hey, ich bewege meinen Stick und ich springe. Das ist hier kein Hexenwerk. Man springt einfach immer direkt, wenn man auf dem Boden landet wieder. Wobei es nicht wirklich cool dann hat, solange man direkt springt, wenn man landet. Hier gibt es jetzt eigentlich eine Möglichkeit, den Kampf zu überspringen, aber da wir in der Wii-Version spielen, ist dieser für euch zum Glück nicht da. Ebenfalls ist es auch relevant, von der Treppe
direkt zur Brücke zu springen, weil das den Kampf schneller triggert. Vor mir werden jetzt gleich mehrere Wespen erscheinen. Diese werde ich alle mit meinem normalen Schuss versuchen anzuvisieren, weil sobald ich einmal einen Schuss getroffen habe, sorgt das dafür, dass die Wespe kurz gestunt ist. Was dafür sorgt, dass ich sie entweder anvisieren kann oder mehr Schüsse reinhauen kann. Aber ich will am Anfang, wenn die einfach nur random erscheinen, vor mir, dass ich so viele Schüsse reinzukriegen, wie es nur geht. Weil danach startet die nächste Phase vom Kampf. Wird jetzt dreimal wiederholt. So. Ja, das war jetzt sehr gutes Glück. Aber man will praktisch am Anfang einfach so viel dem Para diese Wespen treffen, wie es nur geht. Okay. Wiederholt man praktisch dreimal. So, das war jetzt eher weniger Glück. Aber oben, man muss bei diesem Kampf einfach die ganze Zeit oben links drauf achten. Hey, wo sind die Gegner gerade? Und bleiben sie gerade stehen? Weil sobald diese Punkte da oben links stehen bleiben, muss man sich sofort dahin drehen, weil man dann die Wespe anzielen und töten kann. Ansonsten dreht man sich einfach nur mit und schießt in die Luft. Sobald man irgendwie 2 Sekunden lang sich gedreht hat und nur noch wenige Wespen vorhanden sind, ist es sehr lohnenswert tatsächlich, einfach stehen zu bleiben, weil das dann dafür sorgt, dass welche dieser Wespen getriggert werden, einfach stehen zu bleiben. Ich kann es jetzt demonstrieren. So, ich bewege mich jetzt ein bisschen da. Okay. Weil sobald man sich selbst pausiert, denken die Wespen so, oh, wir können jetzt schön Spaß mit Samus haben. Ja, Problem ist nur, man tötet sie dann halt. Aber ja, der Kampf ist halt größtenteils glückbasiert. Wir haben jetzt die Raketen zurück. Hurra, und können jetzt diese Loks kaputt machen. Bravo, hier ist ein Energietank. Den nehmen wir mit, weil er gratis ist. Yeah. Fuckers. Okay. Wir bekommen tatsächlich gleich zu einem optionalen Item. Was man mitnehmen kann, muss man aber nicht. Für dieses Anfänger-Tutorial werde ich das Item mitnehmen. Aber wie gesagt, also ich nehme es persönlich in meinem Weltrekord nicht mit. Aber man kann es machen. Also man kann hier runterspringen. Und ein bisschen Container mitnehmen. Damit hat man 5 mehr Missiles. Hoggers! Die Missiles wird man später benötigen. Hier werde ich versuchen, auf das Ding hier zu springen, weil man dann wunderschön weiter seine Geschwindigkeit behalten kann. Und wenn ihr fragt, ob gegen die Wand springen, beziehungsweise gegen die Decke zu springen, langsam ist, nein, tatsächlich nicht. Solange man den Z-Knopf gedrückt hält, ist es schneller. Ich werde hier jetzt 2 Methoden zeigen, um diesen Kampf zu machen. Es gibt eine Möglichkeit, diesen Kampf hier nicht zu machen, und es gibt eine, ihn zu machen. Der Boss besteht praktisch nur aus, hey, drücke Z. Beziehungsweise drücke und halte Z. Drücke oft A, bis der Gegner stirbt. Hurra, wenn sehr viele Käfer auf einem Platz sind, drücke nach unten, dann sterben die durch den Explosionsradius. Hurra. Ja, der Kampf besteht halt praktisch einfach nur aus, ja, sehr viel springen, ständig alle Gegner im Auge behalten und dann Z und dann schnell Z gedrückt halten und sehr oft A drücken, weil die meisten dieser Käfer brauchen einfach nur 3. Sobald man diese Käfer alle umgebracht hat, spawnt der Boss. Der Boss besteht daraus, dass man ihn anvisiert, zur Seite dasht und dann das macht, was man mit Mutterparasiten gemacht hat. Also einfach nur A und unten gleichzeitig drücken. Das werde ich erstmal wunderbar zeigen, wie man denn diesen Kampf hier überspringen kann. Ich empfehle dies keinem Anfänger, weil man nur einen Versuch hat, der sonst der Kampf triggert. Und ich würde persönlich empfehlen, es nicht zu tun, einfach den Kampf zu machen. Wie man hier vielleicht sieht, man kann hier nicht hochspringen, weil man hat nur einen normalen Sprung. Man kriegt den Doppelsprung auch nicht frühzeitig, dementsprechend muss man halt auch leider diesen Morphball-Tunnel hier verwenden. Aber sobald man hier reingefallen ist und dieses wunderbare Ding hier betritt, triggert der Kampf, was kacke ist. Man kann ja auch nicht hochspringen, weil hier ist halt eine Wand davor, die erst mit dem Boss despawnt. Kann man leider nicht umgehen. Was man jedoch machen kann, ist, der Kampf ist tatsächlich, also der Trigger für den Kampf ist tatsächlich einfach nur eine Box, die hier ein bisschen rumgeht. Aber der Trigger für den Kampf geht nicht um die komplette Arena. Der Trigger hört nämlich ungefähr hier auf. Frage ist natürlich, man ist da oben, wie kommt man da hin? Die Antwort lautet, theoretisch könnte man das mit einem Sprung. Problem ist nur, sobald man, also der Trigger für den Kampf geht halt bis zur Decke. Das heißt, man könnte zwar einfach sagen, oh Junge, ich springe jetzt bis da hinten irgendwie. Ist bestimmt irgendwie möglich.
niemals Kreativität hinterfragen. Problem ist nur, wenn man hier drüber geht halt, dann triggert der Kampf. Wie kann man es umgehen? Well, also. Ich bin selbst kacke da drin. Und das spart nicht genug Zeit, dass man es wirklich tun müsste. Aber ich mache es trotzdem. So. Ihr seht diesen kleinen Vorsprung hier. Ja, da springt ihr drauf. Ihr müsst praktisch ein bisschen ansinken im Moment. Also ihr müsst praktisch so eine Halbkreisbewegung machen während des Sprungs. Wenn ihr dachtet, das ist vielleicht ein bisschen hart, wartet ab. Also wenn ich hier jetzt einfach vorwärts auf diesen Vorsprung hier springen würde, würde ich da gegen diese Wand abprallen. Wenn ich ein bisschen weiter nach rechts springen würde, würde ich bei diesem schwarzen Teil hier abprallen. Das heißt, ich muss wirklich bis zur höchsten Höhe vom Sprung ein bisschen mich nach rechts bewegen und dann direkt nach links switchen. Ich werde jetzt mal versuchen zu zeigen. Es ist der härteste Teil von dem ganzen Trick, deswegen wundere ich nicht, wenn das jetzt ein paar Versuche benötigen wird. Manchmal passiert auch das. Man, das Ding ist halt bei diesen Vorsprüngen, man steht da nicht wirklich drauf, beziehungsweise man kann nicht da drauf stehen. So auf all diesen Punkten hier kann man sich nicht wirklich bewegen, weil man wirklich nur auf einem kleinen Pixel steht. Gerade so. Ja, wie ich es ja gezeigt habe, so man stößt da halt richtig, richtig doll an. Also richtig, richtig gut an. Also das ist tatsächlich ein Trick, den muss man, wenn man ihn umsetzen möchte, dann muss man den richtig doll üben, weil alleine die ersten zwei Sprünge halt einfach so unfassbar hart sind, dass, ja. Also ich würde meistens empfehlen, von hier zu springen, dann von da. So, ist man hier drauf. Wenn man es irgendwie in dem Run geschafft hat, auf diese ersten zwei Vorsprünge zu kommen, nämlich auf den hier, wo ich gerade stehe, dann sieht man hier diese Pizza. Ich nenne es jetzt aber Pizza, okay? Das ist für mich jetzt eine halbe Pizza. Bei dem obersten Part dieser Pizza sieht man die rechte Ecke an. Ja, gut. Dann springt man auf diesen Ast, auf diesen ganz kleinen Teil, wo nur ein bisschen Kollision überhaupt ist. So, das war jetzt ein erfolgreicher Skip. Also, wenn ich jetzt das im ersten Versuch hinbekommen hätte, dann hätte ich irgendwie, ich glaube, 10 Sekunden gespart. Aber diese drei Sprünge sind hier halt unfassbar präzise. Also, wenn ihr einfach das umsetzt, was ich gerade gemacht habe, dann funktioniert das. Weil sobald ihr vor diesem Sandteil landet, wird dieser Kampf niemals getriggert am Anfang und ihr könnt einfach hier lang und euch den Morphball holen. Hurra! Okay, so, dann werde ich jetzt meinen Morphball benutzen, um durch dieses flache Wasser zu gehen und werde hier drauf springen. Im besten Fall geht ihr einfach nicht hier drauf, sondern geht direkt dahin, wo ich es gleich zeigen werde. Es ist ein guter Indikator, ungefähr hier, wo ich jetzt drauf schieße, wo noch flaches Wasser ist, weil vor allem in diesem ganzen schattigen Bereich ist sehr tiefes Wasser, von wo ihr nicht springen könnt, weil wir nicht den Gravity Suit haben. Ich meine, ich zeige es euch. So, hier sinkt man halt und das ist doof. Aber solange man im flachen Wasser steht, kann man halt normal mit normaler Höhe springen. Das heißt, wir gehen ungefähr bis hier hin und springen dann darüber. Man darf nicht weitergehen, weil man sonst versinkt. Und das wäre scheiße. Und da sinken ist doof. Wir wollen nämlich hier rüber. Wir können auch einfach den normalen Weg gehen. Also über diese Brücke, da muss man halt von da darauf und dann bla 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 und dann den ganzen Weg drum. Aber wir sind Speedrunner, wir machen sowas nicht. Wir kommen auch deswegen von dieser Seite, weil es nicht nur schneller ist, sondern auch einfacher. Deswegen gehe ich jetzt zu der Stelle, wo ich es gesagt habe und springe dann einfach hoch. So, ganz einfach. Es ist wirklich einfach nur vorgehen, hochspringen. Mehr ist es nicht. So, jetzt, ich glaube, sie hieß die Verteidigungsdrohne im Deutschen. Sie hat nicht wirklich eine Lebensleiste. Sie ist praktisch einfach ein Ordenscroller. Man kann bei diesem Ordenscroller eigentlich alles tun, was man will. Hauptsache, man steht halt irgendwie gut genug vor dem Boss, dass man, sobald er hochkommt, es anvisieren kann und dann auf das Rote schießt. Indem er auf das Rote schießt. Ich werde mir diesen wunderbaren Missile-Container holen, weil er es gratis ist und ich bin sowieso in einem Raum. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Aber es ist ebenfalls auch sehr gut, wenn man aus dem Aufbau rausgeht, dass die Animation tatsächlich spielt, weil es dafür sorgt, dass Samus sich dann für ein paar Schritte nach vorne bewegen wird. Wie zum Beispiel hier. So, ich bin jetzt bei der Tür. Mit meinem wunderbaren Springboard bin ich nach oben gesprungen, habe Geschwindigkeit gehabt und bin dann rausgeflogen. Yeah! Und habe ich dann noch weiter fortbewegt. So, für solche Fälle ist das halt relevant. Aber in den meisten Fällen möchte man, sobald man den Springboard hat, sich eigentlich nur darin bewegen.
Ich habe jetzt mich hier mal kurz, ich bin jetzt hier mal kurz runtergefallen, weil ich hier hin möchte, weil hier ist nämlich der wunderbare Missile-Container. Die Analyse deutet auf die Präsenz eines Symbols hin. Wenn das da steht, bedeutet das nämlich, dass selbst wenn diese roten Pflanzen weg sind komplett, dass sie immer noch da sind. Wie kann man sich das vorstellen? Frag mich nicht. Selbst, also schießt das Teil hier so oft an, wie es nur geht, weil selbst wenn da keine roten Pflanzen mehr sind, kann das manchmal trotzdem dafür sorgen, dass das Spiel denkt, dass da noch rote Pflanzen wären. Dementsprechend schießt das einfach so viel ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch diese Kisten kaputt machen und kriegt da das Zeug raus. Manchmal sind die Missiles in dem Spiel halt komisch. Man möchte einfach die Flagra die ganze Zeit anvisieren und sobald man zum ersten Fenster geht, einfach so eine Missile abfeuern, dass man Flagra gleich auch noch. Also man merkt halt, ja, wenn ich hier nur ein bisschen den B-Knopf drücke, dann springe ich deutlich niedriger, als wenn ich den B-Knopf vollkommen drücke. Und bin auch, wenn ich den B-Knopf vollkommen drücke, bin ich halt auch wesentlich höher und länger in der Luft, als wenn ich den B-Knopf nur ein bisschen drücke, wie hier. Aber wenn ich den lange gedrückt hätte, bin ich dann dementsprechend auch länger in der Luft. In dem Fall will ich den B-Knopf nur ein bisschen drücken, weil wenn ich den B-Knopf durchdrücke, dann gehe ich halt da gegen diese Ranke und das will ich nicht. Deswegen drücke ich den B-Knopf nur ein bisschen. Unfassbar. Ja, es war ja purer Hass. Deswegen drücke ich den B-Knopf hier nur ein bisschen. Sorgt dafür, dass ich halt nicht gegen diese böse Ranke springe. So, hier kriegen wir zum Glück garantierte Drops. Das kriegt man leider nicht häufig. Also okay. Die Höhlen von Magmor sind sehr ereignislos. Und wir rollen hier eigentlich nur durch das meiste durch. Aber auch abseits vom ersten Raum, weil diese Steinsäule hier. Och, da ist ja was drin. Oh, das ist ja. Und man kann hier stehen. Oh, da hat man ja ein Item erhalten. Oh, unfassbar. Wie kann das denn sein? Okay, hier haben wir jetzt ein wunderbares Shoso-Artefakt. Man kann da einfach durchrollen. Aber es gibt dementsprechend auch tiefe Lava. Aber in dem Fall ist das hier keine tiefe Lava. Deswegen können wir hier normal rausspringen und haben Spaß. Dann ist also okay. Können wir hier normal rausspringen und haben Spaß. Bewegt eure Arme, meine Fresse. Ihr macht einfach dreimal das Gleiche. Und ihr könnt so oft neu versuchen, wie ihr wollt. Weil. Wir sind Teile hier nur kaputt gehen, wenn man Bomben setzt. Aber wir setzen keine Bomben, wenn ihr eure Arme bewegt. Gut, freut mich, dass wir das geklärt haben. So, in 1.5.3 ist es wichtig, diese Cutscene können wir überspringen. Wir tun es aber nicht. Wir überspringen sie nämlich erst jetzt. Also, beziehungsweise, man muss die Cutscene gar nicht überspringen, weil sie läuft einfach aus. Ding ist nämlich, wieso tun wir das? Wie ich es vorhin am Anfang von One erklärt habe, wir rechnen hier mit der Spielzeit vom Spiel. Und diese Spielzeit vom Spiel wird nur berechnet, wenn Samus sich tatsächlich auch bewegt. Dass Samus sich aber in einer Cutscene bewegt, bewegt sich Samus nicht von unserer Seite aus, sondern nur von der Seite vom Spiel aus. Dementsprechend gilt das nicht für die spielinterne Zeit, die relevanter ist. Für diesen One. Deswegen ist es okay, wenn wir von der realen Zeit her ein bisschen Zeit verlieren, weil es keinen Unterschied macht. Die Rampe will unbedingt versuchen, dass wir hochgehen, wie das Spiel es will, tun wir aber nicht. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück, den das Spiel dagelassen hat, für wenn man den Boostball nicht bekommt. Normalerweise würde man sonst halt von da oben kommen, weil man über die Rampe da hochgeht, aber das ist halt super einfach. Also man springt einfach auf diese Kiste, drückt auf die andere Kiste und dann ist man oben. Ich glaube, das kriegt er hin. So, wir haben jetzt hier nämlich die schnellste Movement-Option im Spiel, nämlich den Boostball. Wir wollen die meiste Zeit im Boostball verbringen. Problem ist bloß, je weiter das Spiel geht, desto mehr Räume werden nicht darauf ausgelegt sein, dass wir uns im Boostball befinden. Den Boostball löst man einfach aus, indem man B gedrückt hält, während man sich im Morphball befindet und dann das loslässt. Immer und immer wieder. Hier boosten wir jetzt gegen die Ecke, damit wir da hochspringen können und boosten und boosten und boosten. Boost, 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 boost. Da waren wir sogar gerade so in tiefer Lava. Ui, Memo. Aber die meiste Lava hier in dem Gebiet ist zumindest noch flach. Jetzt wollen wir so viel wie es geht ausnutzen. Und wir sind gleich wieder beim Anfang vom Spiel, wo direkt neben unserem Schiff sich der Doppelsprung befindet.
So, Boostball! Oh nein, ich fall runter! Ah, da ist ja ein bisschen Container. Ah, ich habe euch verwuselt. Ich bin einfach besonders. Wir gehen jetzt hier in unser Schiff, weil das Schiff ist, hat eine besondere Rolle im Spiel, die wir mehrmals ausnutzen werden. Nämlich, dass wir nicht nur unsere Energie, wie bei jeder anderen Speicherstation, aufladen werden, sondern auch unsere Munition. Wir haben jetzt nämlich 25 Raketen und volles Leben. Was dafür sorgt, dass wir ein bisschen Sachen einfacher machen können. Weil tatsächlich ist jetzt, ja, tatsächlich kommt jetzt etwas Wichtiges ins Spiel, das nennt sich Raketen-Routing. Was bedeutet, das einfach nur auf Deutsch bedeutet, hey, die Raketen, die du hast, die sind begrenzt. Nutz die mal so gut, wie du kannst. Ich zerstöre schnell diese zwei Turrets und springe hier drauf, weil man, das ist, geht ein bisschen nach vorne, also kann man drauf springen und dann geht man hier hoch und boom. Das ist wirklich, also falls du das, oh, Reader, kannst du es bitte im Detail erklären, dass da... Das sah nicht so machbar aus, wie du es gerade gezeigt hast. Doch, doch, man springt einfach hin. Unironisch. Man springt da wirklich einfach hin. So, jetzt gehe ich hier an die wunderbare Ecke und überspringe diesen kleinen Vorhang. Und dann gehe ich in den Morph Ball und puste und puste und puste und bin hier. Und hier ist nämlich das Artefakt des... die haben alle irgendeinen Namen. Nehmen wir jetzt mal diesen Punkt hier. Gut. Ihr seht, wenn ich normal springe, dann erreiche ich ungefähr mit meinem Kopf diese Stelle. Nehmen wir jetzt mal an, ich gehe gegen diese Wand. Hm, hat man gemerkt, mein Kopf ging bis dahin. Ging bis hier ungefähr. Und nicht bis dahin. Ding ist nämlich, wenn Samus gerade so gegen eine Kante geht und dann direkt rausspringt, dann sorgt das dafür, dass Samus mehr Höhe kriegt. Das ist nämlich ein sogenannter Slope Jump. Das sorgt einfach dafür, dass wenn man gegen eine Kante, bedeutet einfach, dass wenn man gegen eine Kante geht und direkt daraus springt, dass man höher geht. Im Vergleich zu, wenn man einfach nur normal springt. Yeah. Das ist nur ein sehr minimaler Unterschied. Aber dadurch, dass Samus durch das Bewegen daran auch nur ein klein wenig Höhe gewinnt, sorgt das einfach dafür, hey. Hey, du hast mehr Höhe. Cool. Das ist zwar nur ein bisschen mehr Höhe, aber das kann man tatsächlich ausnutzen. Man kann den normalen Weg gehen, so wie es der, so wie es der vorherige Weltrekord gemacht hat und einfach dahin und dann hier drauf und dann dahin einfach mit seinem Doppelsprung. Kann ich euch auch zeigen, wenn nicht das zu kompliziert ist, was ich gleich tue. Ist vollkommen in Ordnung. Dann könnt ihr einfach hier drauf und dann da drauf und dann hier hoch und dann seid ihr da. Aber ihr könnt auch einfach direkt, sobald ihr von hier erscheint, hier hinrollen und dann gegen diese Kante gehen. Dann hier hochspringen. Problem ist nur, dieser Sprung ist wirklich ein wenig härter. Ich alleine habe ihn im Weltrekord auch erst, ich glaube, im irgendwie 9. oder 11. Versuch hinbekommen, weil dieser Sprung wirklich nur gerade so möglich ist. Also würde ich empfehlen, geht gegen diese Kante und versucht hier hochzukommen. Das ist, ich versuche, klingt jetzt sehr, sehr desperate, aber es ist, ja, einer der härteren. Einfach, man geht einfach zur Kante. Drückt den B-Knopf, sobald man fühlt, dass Samus ein bisschen Höhe gewinnt. Und dann drückt man auf der höchsten Höhe den Sprungknopf nochmal. Man darf ihn nicht zweimal miteinander drücken. Man muss schon fühlen, dass Samus wirklich die höchste Höhe erreicht hat, die man erreichen kann. Aber wie gesagt, der Sprung hier ist sehr, 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 sehr präzise. So präzise, dass ich... So präzise, dass ich die einzige Person bin, die diesen aktuell durchführt. Und selbst ich kann ihn nicht. So wirklich. Also ich kann ihn schon, aber er ist halt so wie jeder andere Slope Jump. Wir gehen da hoch. Und dann, anstatt dass wir den ganzen Weg drumherum gehen, gehen wir jetzt hinter den Kopf, springen hoch und dann drehen wir uns ein bisschen nach links und sind hier oben. Das ist deutlich schneller als alles, was wir sonst tun könnten. Unfassbar. Unfassbarer Hass. So. Ja gut, diese Viecher sind halt, wie man vielleicht sieht, nur am Rücken erkennbar, am Rücken angreifbar. Man stunt praktisch, indem man einen Charge Beam ausführt und dann zwei Missiles hinterher kickt. Yeah! Fokas! Okay. Jetzt spawnt nämlich der Boss. Es ist wichtig, diesen Boss hier mehrmals anzuschießen mit Charge Beam Schüssen und dann hier getroffen zu werden. Dann geht man in den Morph Ball, drückt drei Bomben rein und sobald dieser hechelt,
macht man das, was man beim Mutterparasiten gemacht hat. Und kann ihm Missiles reinhauen, wie man will. Weil dieser Boss kriegt nur Schaden, solange man, solange der hechelt. Ansonsten kriegt er leider gar nichts. Mothball-Bomben und Missiles machen ungefähr gleich viele Schaden. Also ihr könnt doch einfach die ganze Zeit vor ihm stehen und... Ich mache jetzt hier noch einen Slope-Jump. Nämlich hier. Moment. Der ist nicht so präzise wie der andere. Aber man muss praktisch nur hier stehen, weil hier ist dieses Steinteil und das würde einen davon abhalten, dahin zu kommen. Oh, Moment. Slope Jumps sind in Teil 2 und 3 wesentlich einfacher als in Teil 1. Meiner Meinung nach. Das Springen funktioniert in Teil 2 und 3 einfach ein wenig anders. Deswegen es da angenehmer ist. So. Dieser Raum. Also nochmal schnell zu den Wave Beam. Der Wave Beam macht deutlich weniger Schaden, aber Stunt-Gegner. Der Wave Beam wird nur sehr entfernt voneinander verwendet. Also man benutzt halt größtenteils den Power Beam, bis man den Plasma überhält. Also es gibt da diesen Gyro-Generator und da drüben einen. Und dann gibt es hier diese Morphball-Mode. Die kann man natürlich alle verwenden. Alle kann man alles machen, wenn man Bock dazu hat. Ich persönlich empfehle aber, hier drauf zu springen. Was empfehle ich danach? Hier drauf zu springen. Was empfehle ich da danach? Runterzufallen. Nein. Hilft halt beide Sprünge zum. Also zwei volle Sprünge zu haben. Dass man einfach erst losspringt, sobald der erste Sprung die höchste Höhe erreicht hat. Jetzt kommen wir zur Piratenbasis. Arr. Ja, diese normalen Piraten sind Fußsoldaten, die sterben, wenn man einen Charge Beam reinhaut und bewegen sich ein bisschen cool, das machen sie sehr sehr toll, aber eigentlich bis man ganz oben ist, dann hat man eigentlich den Raum verliert mit allen Gegnern, die da drin sind. So, wir können hier drauf springen, dann können wir hier drauf springen, dann kann natürlich auch den wunderbaren Fahrstuhl verwenden, da sage ich natürlich nichts gegen, aber doch, ihr seid, ich sag's jetzt so wie es ist, ihr seid ziemlich dolle Noobs und hallo Pirat, der stehen geblieben ist. Oh mein Gott, warum habe ich mehr Leben? Fragt mich das nicht. So, wir bewegen uns mit dem Boostball hier durch. Yay! Yay! Und gehen auf die Missiles, gehen auf den normalen Beam zurück und bleiben hier stehen. Töten den Gegner. Stehen hier. Töten den Gegner. Fliegen durch die Luft. Töten den Gegner. Zerstören diese Kisten. Machen den Charge Beam auf. Töten den Gegner. Bleiben hier, töten den Gegner. Oh. Ja, keine Ahnung. Also, es ist schön, dass die Plattform da ist, weil sonst müsste man den ganzen Weg hier rumlaufen. Kann man natürlich auch machen. Aber ich glaube, einen Doppelsprung kriegt man schon mal hin. Würde ich behaupten. Glaube ich, ganz sicher. Aber hier ist die Supermissile. Yeah. Step. Wir überspringen jetzt nämlich was. Überspringen in einem Glitchless One. Das ist ja wohl eine Frechheit. Okay. Also. Sich jetzt in dieser wunderbaren Tür ganz vorsichtig oben rechts auf die Karte, sobald der Raum transitioned. Genau, sobald der Raum hier ist, springt man hoch, geht zurück, geht nochmal zurück und sobald man hier drauf auf diesem wunderbaren Ding drauf steht, sobald man zweimal zurückgesprungen ist, kann man hier sich nach ganz rechts bewegen. Weil dadurch, dass man nicht in der Mitte des Raumes war, nämlich hier ungefähr, sorgt das nämlich dafür, dass der Kampf, der hier eigentlich spawnt, nicht getriggert wird. Der Kampf kann jedoch immer noch getriggert werden, weswegen man nicht, ich wiederhole, nicht irgendwo in die Nähe von dieser Tür gehen sollte. Was später eine größere Relevanz hat. Solange man sich jetzt in diesem Raum befindet, sollte man nicht, ich wiederhole nicht, auch nur die Nähe von dieser Tür geht. Gut. Nächster Punkt ist, yeah, man kann hier drauf springen. Wir machen jetzt nämlich einen sogenannten Sequenzenbreak. Ich darf jetzt nicht da reingehen, um euch das zu zeigen, weil ich sonst den Kampf auch triggern würde. Aber da ist halt so eine Eiswand, die kann man später mit dem letzten Beam aufmachen. Machen wir nicht. Was wir tun, ist, wir stehen hier, gehen hier in die Ecke. Hurra! Und springen dann, bewegen uns ungefähr so, also halten halt nach unten
springen zweimal nach rechts und spielen auf diese Teile. So, das war's. Man springt einfach zweimal nach rechts und geht auf die Teile. Man versucht halt ein paar Mal, dann hat man es hingekriegt. Es ist halt wirklich einfach nur eine simple Sache von, hey, man kann springen! Hurra! Das ist leider, also, Leute erwarten hier manchmal wirklich, also Leute erwarten, glaube ich, manchmal bei Tutorials großes Hexenwerk, aber den Charge-Beam aufladen und dann stirbt das Metroid. Was? Okay, wir sind nicht immer alles Hexenwerk. Aber wenn jetzt dieser Pirat kommt, das alles tötet. Ja, nur ein bisschen Energietank und freut mich! Ja! Dann wird das abgemaked! Yeah! So, dann müssen wir eigentlich drei rote Sachen scannen. Das erste rote ist da oben. Unten zielt das an mit dem wunderbaren Scan-Visor. Und dann zieht man das letzte an mit dem Scan-Visor. Und dann hat man den Thermal-Visor. Oh mein Gott! Das ist ja Hexenwerk. Nein, man springt aber nur runter. Kann das halt unironisch einfach alles beim Runterspringen machen. Kann sich natürlich auch vorstellen und das dann alles dupli-dupli scannen. Aber ich sag's ja nur, man kann Dinge in einem Speedrun auch schneller machen. Daher kommt der Name. Unfassbar. So, jetzt ist aber die böse Station dunkel, weil wir haben gerade den Strom abgezapft, dadurch, dass wir das Item eingesammelt haben. Wir können mit dem wunderbaren Thermalvisor uns im Dunkeln bewegen. Wir boosten praktisch so viel wie wir können. Yeah! Liebes mich zu bewegen. Okay, der ist in der Plattform drin. Das macht er sehr gut. Das freut mich wirklich sehr. Also wir können praktisch durch den Thermalvisor sehen, was wir an Schaltkreise scannen, an Schaltkreise mit dem Wavebeam beschießen müssen, damit der, damit sich gewisse Schranken und so öffnen. Tun wir aber nicht. Wir können damit einfach praktisch Nachtsicht haben. Wir können halt Türen direkt sehen und so weiter. Aber da wir sowieso ja schon, weil wir gute Spieler sind, wissen, von wo wir kamen, brauchen wir das nicht. So, hier können wir den Fahrstuhl scannen. Können wir machen, müssen wir nicht machen. Wir können das gleiche Prinzip ausnutzen wie davor. Davor stehen halt Sachen, kann man auch ausnutzen, dass man halt draufstehen kann. Weil das ist normal. Man möchte halt auch hier ein paar Boxen auf dem Weg mitnehmen, weil diese Boxen garantierte Missile Drops haben. Wenn ein Spiel, wenn man in Metroid Prime 1 garantierte Drops von etwas hat, dann will man es auch mitnehmen. Weil es ist in Metroid Prime 1 wirklich kaum vorhanden. Man will das praktisch genießen. Darwinias Karl. Nicht nur eine riesige Puppe, die vom Ausländer gesteuert wird. Doch, das ist wahr. Ja, du hast es verpasst. Jetzt sind wir wieder in diesem Raum hier, aber der Kampf kann nicht mehr triggern, was sehr, sehr toll ist. Sobald man den Raum einmal verlassen hat, ist der Kampf für immer weg, was sehr, sehr knorke ist. Aber wir werden eh niemals wieder hier zurückkehren. Aber den einzigen Grund, um dem Spiel genommen haben, dass wir jemals wieder hierher zurückkehren würden. Yeah, Poggers! Ich liebe Poggers! So, wir sind wieder hier! Yeah! Ich springe auf diese Plattform! Yeah, dann kann ich nämlich hier schneller hin, weil tatsächlich kann man hier nicht so gut abkürzen, weil man sehr gerne vom Spiel davon abgehalten wird. Weil da unsichtbare Wände auch teilweise sind. Ah ja, diese Gegner hier tötet man einfach nur durch einen mittelmäßig aufgeladenen Charge-Beam-Schuss. Und also einen voll aufgeladenen Charge-Beam-Schuss. Und einer Missile. Die haut man gut und gerne, gut und günstig, sehr gut rein. Ja, wie gesagt, man kann mit dem Thermalvisor halt die Türen im Vorhinein sehen. Diese Boxen jetzt zerstören lohnt sich gar nicht, weil da ist niemals irgendwas drin. Beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit so niedrig, dass ich bisher noch nie gesehen habe, dass man da irgendwas bekommen kann. Und hier boostet man einfach die Scheiße aus dem Raum raus. Meine Fresse, das ist so, die Genugtuung ist da. Unfassbar. So, hier wechselt man jetzt den wunderbaren normalen Beam. Kann anzielen, also indem man Z gedrückt hält, weil kaputt geht. Man kann es natürlich auch gehen machen, wenn ihr es wollt. Und kriegt hier zwei garantierte Missile Drops. Yeah!
Wenn man weniger Missiles hat, kann man auch noch diese Kiste hier zerstören und kriegt einen weiteren garantierten Missile-Drop von 5. Aber da ich jetzt vollständig Missiles habe, kriege ich sie dementsprechend. Kommen wir nämlich zum lustigsten und spaßigsten Kampf im gesamten Spiel. Bardus. Bardus ist ein Kampf, er ist Steingolem. Er besteht aus Steinen. Hoggers. Man switcht einfach nur dauerhaft durch den Thermalvisor. Man switcht einfach nur zum Thermalvisor, wenn etwas, wenn seine Schwachstelle nicht erkannt ist. Und switcht zurück, sobald die Schwachstelle da ist. Weil, also diese Schwachstellen sind alle da, egal ob man den Thermalvisor da hat oder nicht. Ich empfehle halt bei den ersten paar Malen, dass man, also vor allem bei den kleineren Dingern, die man anziehen muss, weil sich die Stelle halt immer verändert, dass man da halt immer den Missile Spam raushaut, den ich ja vorhin erklärt habe beim ersten Boss, weil die Stellen halt so unfassbar schwer zu erreichen sind, dass es sich halt lohnt, da eher ein paar Missiles drauf zu hauen, sobald man die Chance dazu hat. Vor allem in dieser Morphball-Phase, nenne ich jetzt einfach mal, kann man halt nur Bomben abfeuern. Es bringt halt nicht unbedingt immer etwas. Also die Stelle ist immer, die Stelle kann man immer abschießen. Egal, in welcher Phase man sich gerade befindet. Er ist nicht wirklich, Fardus ist nicht wirklich unverwundbar. Es ist nur unfassbar bescheuert, scheiße manchmal diese kleineren Stellen anzuzielen. Tendenziell muss man halt immer auf eine gute AI von Fardus hoffen, dann wird man auch gut durch das Spiel kommen. Hier bewegt sich Fardus einfach nur lustig. Ah, mein Gott! Fardus kann Blitze abfeuern und die machen uns keinen Schaden. Hoggers! Und wir kommen tatsächlich auch gleich zu einem der härteren Skips in diesem Spiel. Nämlich den Gravity Skip. Was könnte das bedeuten? Es gibt ja später im Spiel einen wunderbaren Anzug, der dafür sorgt, dass man, naja, sich besser in Lava-Pools und so weiter bewegen kann. Ich sag's mal so. Kriegen wir nicht. Aber man geht hierfür nicht extra zurück, weil man kommt hier halt auf natürliche Weise zu diesem Raum. So, genau, hier ist die Tür. Gut. Für das, was ich jetzt machen werde, braucht man den Wave Beam und den Boost Ball. Boah, den Wave Beam, um diese Türen zu öffnen, den Boost Ball, um das gleich tun zu können. Ich befinde mich jetzt im Wasser. So, man merkt, im Wasser bewege ich mich wie ein Stein. Vollkommen okay. Selbst mit Bomben ändert das gar nichts. Ich bewege mich wie ein scheiß Stein. Ich kann boosten und so weiter. Das funktioniert normal. Ich kann mich schnell im Wasser bewegen, aber ich kann mich nicht wirklich bewegen. Ich meine, guckt euch das an. So. Ich gewinne nicht wirklich doll an Höhe. Ich werde halt praktisch wie ein Stein hinuntergesogen, weil ich halt den Gravity Suit nicht habe. Aber wenn man daran denkt, was ich vorhin gesagt habe, bezüglich, dass man sich im Wasser bewegt, also dass man, sorry, dass eine spezielle Mechanik gibt, wo man gegen eine Wand prallt mit dem Morph Ball, dass man dann hochspringt, diese Funktion kann man ausnutzen. Bei dieser Kante hier, wenn man dagegen prallt, dann springt Samus automatisch hoch. Man drückt praktisch einfach nur oben links zur Seite und switcht dann nach links. Also man macht praktisch einfach nur diese so eine 90 Grad Bewegung und Samus wird dann automatisch hochgeschossen. Also einfach so, ja. Diese Funktion kann man nämlich ausnutzen. Man möchte nämlich dahin. Hier hin. Hier will man hin. Da ist nämlich eine Tür. Da wollen wir gerne hin. Wie können wir das machen? Korrekt. Sobald man nämlich rausgekickt wird, man entwickelt irgendwann ein Gefühl dafür. Sobald man rausgekickt wird, weil Samus halt automatisch hochspringt, kann man nämlich dahinter einen Boostball jagen, was dafür sorgt, dass man hier hoch geht. Es sieht hart aus, weil man am Anfang erst ein Gefühl dafür entwickeln muss, dass man da überhaupt, dass Samus überhaupt automatisch hochspringt. Aber tatsächlich ist es gar nicht, also tatsächlich ist es gar nicht so hart. So, ich meine, es sieht halt ultra natürlich aus, meiner Meinung nach.
Man abused einfach ein paar Mechaniken und das bin ich besorge. Und dadurch, dass man das getan hat, überspringt man später den Gravity Suit. Lustigerweise ist man tatsächlich sogar in dem Gebiet, wo man den Gravity Suit bekommt, aber man holt ihn sich nicht. Oh, man braucht ihn halt einfach nicht. Leider, aber ich spoiler jetzt einfach mal vorweg. Wir brauchen ihn halt für nichts anderes mehr. Das war das Einzige, wofür wir ihn wirklich bräuchten, weil wir keine andere Methode da irgendwie hochkommen würden. Aber in dem Fall, ja. In dem Fall ist das Knorke. Na, wer macht die besten Portal Speedruns? Richtig. Unfassbar. Ich mache hier die besten Portal Speedruns. Plus minus Türme. Türme sind kacke. So. In diesem Raum holen wir uns jetzt ein paar wunderbare Items. Ihr könnt zu diesem Missile Container auch gehen, indem ihr einfach. Indem ihr einfach mit dem Boostball hochrollt, weil das hier eine Halfpipe ist. Könnt ihr cool machen. Ihr könnt aber auch einfach. Damit jetzt bring ich gegen eine Decke. Kaspar. Damit, jetzt bring dich hoch. Damit, bring dich gegen die Decke. Unfassbar. Ja, das passiert mir auch mal. Manchmal. Ich hole diesen Messer Container tatsächlich auch normal, aber man kann ja auch einfach hinspringen. Yeah. Was man aber tatsächlich jetzt unnormal holen muss. Ich weiß, ich mache jetzt krasses Cheaten. Man kann sich hier wunderbar an diese Kante stellen. Und dann um diese Säule herum. Und dann ist man hier oben. Unfassbar. Ja, nee, man springt ja wirklich nur um diese Säule herum und dreht sich. Man muss sich nicht mal drehen, aber es wäre halt besser, um zu sehen, wo man sich denn auch befindet. Yeah! Was? Ja, keine Angst. Halt. Einfach, man kann die Tür halt von dieser Seite nicht öffnen, also. Ist man praktisch dazu gezwungen. Wenn man das denn machen möchte. Wunderbaren Energietank zu bekommen. Es wäre nämlich empfohlen, den Energietank zu kriegen. So wie der Missile Container. Aber wir brauchen bald einige. Wir brauchen bald ein paar wunderbare Missiles. Dadurch, dass wir Doppelsprung jetzt haben, müssen wir auch nicht mehr über das Wasser, sondern können einfach gleich einen wunderbaren Doppelsprung auf die Plattform machen. Wir gehen praktisch einfach nur dahin, wo wir vorhin die Mothball-Bomben gekriegt haben. Aber wir können es ein bisschen schneller machen, weil wir höher weiter springen. Oh, hast du gut gemacht, hat Spaß gemacht zuzugucken. Ah, danke, das ist mir eine unfassbare Ehre. Ja, danke. Wir reden da morgen im Detail nochmal drüber. Morgen ist der große Dokken Recap. Heute ist mein Metal Prime 1 Tutorial. Warum habe ich jetzt gerade so wie Sam Slimani ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Na ja, gut. Das Movement hier ist recht. Ja, Movement hier ist recht simpel eigentlich bis dahin. Wir kriegen jetzt noch einen gratis Energietank. Yeah! Gratis Energietank. Yeah! Hier ist der. Ja, wir brauchen nämlich wirklich, wie gesagt, so viel Energie wir kriegen können. Ein Secret Spec, so, weil hier ist eine Stange, können wir drauf springen. Und hier ist eine Plattform, können wir auch drauf springen. Wozu tun wir das? Ganz einfach. Normalerweise, wenn man den Chozo-Geist, den man sowieso besiegen muss, tötet, dann sorgt das dafür, dass man hier hochgeschossen wird, um diese Mothball-Mode zu aktivieren. Man kann es aber auch schon im Vorhinein machen. Was bringt das? Man kann überspringen, dass man zweimal diese komische Statue muss, weil diese Mothball-Mode da aktiviert halt diese Panels. Und davor sind die halt nicht aktiv. Man kann damit halt überspringen, dass man erst diese Panels aktiviert. Nachdem man den Chozo-Geist besiegt hat. Das ist halt praktisch, man macht es einfach nur außerhalb der Reihenfolge. Aber wird damit halt nicht zweimal hochgeschossen, was das Ganze halt deutlich schneller macht. Ich möchte jetzt einfach nur von hier oben diesen Chozo-Geist umbringen. Yeah. Adi. Genau, dann spawnt die wunderbare Statue. Und die würde uns jetzt dann halt eigentlich, wenn wir noch nicht das oben aktiviert hätten, nach oben zur Bombenmulde bringen. Aber da wir das schon gemacht haben, brauchen wir das nicht. Wir nehmen nichts davon. Es ist sehr wichtig übrigens in Anglizismen zu reden. Wir nehmen es halt nicht. Ich need es nicht. Ihr needet es nicht. Wir allen
Wir alle nieden das nicht. Vor allem ich niede das nicht. Fassbar. Ja, ab geht's. Was wichtig ist noch zu erwähnen. Für die Plebs, ihr müsst das hier aktivieren. Also ihr müsst es nicht, aber ihr könnt natürlich später unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen, irgendwie 20 Sekunden, damit ihr da nochmal so hochkommt, wie ihr gerade hochgekommen seid. Aber es wäre natürlich besser, wenn ihr einfach gleich sagt, hey, Abkürzung. Wir gehen jetzt nämlich wieder zurück. Ich will es nicht sagen, da wo wir herkamen, aber doch, da wo wir herkamen. Wir haben jetzt diesen kleinen Umweg gemacht, praktisch um den Icebeam zu bekommen, weil wir brauchen den Icebeam, den Gravity Suit zu erhalten. Aber wir sammeln den Gravity Suit nicht ein. Wir begeben uns aber trotzdem genau dahin, wo wir gerade waren. Möchte jemand raten, warum? Es steht oben links sogar. Man kann möglicherweise sich erlesen. Wieso? Naja, aber es ist tatsächlich auch gut, dass wir hier sind, weil aufgrund dessen, dass wir uns hier befinden, kriegen wir noch 5 Missiles. Wir brauchen diese 5 Missiles auch. Wie gesagt, wir brauchen jetzt vor allem für den nächsten Part, also beziehungsweise die nächste Sequenz an Sachen, die wir getten, brauchen wir so viel wie möglich. Aus Sicherheitsgründen, weil wir so viel Energie und so viele Missiles wie möglich benötigen, ist es empfehlenswert, sich hier nochmal komplett abzufüllen. Ich meine aufzufüllen. Ah, wo ist der Unterschied? Abfüllen ist genauso wichtig, wie sich aufzufüllen. Naja, wir gehen hier praktisch den wunderbaren Weg zurück, von dem wir gerade kamen. Das Schöne ist jetzt halt nur, wir können jetzt andersrum gehen. Hurra! Generell ist einfach wichtig zu erwähnen für die zweite Hälfte von Magmoor, vor allem für die Leute, die das lernen. Springt einfach durch. Wechselt nicht in den Boostball, außer wenn ich es auch tue. Weil das Problem ist, die Lava Pools, also die Magma Pools in der Höhle von Magmoor im zweiten Teil sind nämlich sehr tief. Was halt dafür sorgt, dass man halt durchfällt und man nicht wirklich durchspringen kann. Es ist nicht besser, wenn man näher steht, weil dafür sorgt, dass man halt auch praktisch komplett im Wasser drin steht. Aber es ist angenehmer, weil tatsächlich die Movement-Geschwindigkeit während man steht, tatsächlich viel, viel schneller ist im tiefen Gewässer, als wenn man in Morphball ist. Ich meine, ich kann das jetzt mal demonstrieren. Man bewegt sich halt kaum. Also ja, die Animationen sind alle verlangsamt, das ist alles. Aber ja, in den zwei Räumen ist es noch angenehm. Aber vor allem, wenn es jetzt so nur um so kleine Lava-Pools geht, sollte man definitiv durchspringen. Weil man dadurch möglichst viel Zeit in der Luft verbringen kann und das sehr angenehm ist. Sehr viel Zeit am Spaß. Einzig, wo man jetzt halt wirklich im Morphball gehen kann und trotzdem tief ist, ist hier. Weil man kommt damit halt schneller durch. Hier lohnt es sich nicht, normal zu gehen. Aber halt bei allen Räumen mit so kurzen, mitteltiefen Lavapools ist halt echt morgen. Wir sind tatsächlich auch schon wieder da, wo wir vorher waren. Yeah! Könnt ihr drauf springen, aber tatsächlich auch nur in der Phase vom Raum. Hier auf den Ast springen und dann hier runter springen. Weil wenn ihr könnt theoretisch auch direkt darunter fallen, wo ich gerade hingegangen bin. Ich empfehle es euch aber zu lassen. Es ist tatsächlich, also der freie Fallzustand in Metroid Prime 1 ist tatsächlich sehr seltsam. Manchmal löst Samus halt bei verschiedenen Tiefen den freien Fall aus und dann könnt ihr nicht mehr springen. Das kann halt auch dafür sorgen, dass Samus dann bis ins Wasser geht, was, kacke ist. Also es ist wirklich richtig, richtig kacke, wenn Samus runterfliegt. Aber ja, gut. Ich habe hier gerade einfach den Jäger Metroid umgebracht und das Ding hier runtergekickt. Das ist sehr simpel. Generell die 4 Male, wo man hier durch diesen Raum geht, ist es immer zu empfehlen, die Jäger-Method umzubringen, weil man, vor allem was man später im One sehen wird, man sonst sehr einfach
auf dem Boden landet. Und man will in den meisten Fällen nicht auf dem Boden landen. So, hier sind ja zwei Gegner. Hurra! Die werden aktiviert und fliegen lustig im Raum rum. Yeah, Pogas! Und man will sie halt einfach nur einfrieren. Und dann, ja. Man muss halt einfach nur einen Schuss drauf kriegen und dann sterben sie. Aber der spawnt hier immer eine gelbe Energieeinheit, was 100 Energie sind, was sehr toll ist. So. Also. Kommen wir zu Powerbomben frühzeitig oder Powerbomben early, welche Sprache man auch immer gut findet. Okay, also dieser Raum hier ist riesengroß. Man soll hier später, also eigentlich, dass man das Spiel will, ist, dass man hier runter geht und dann den Gravity Suit holt. Kann man machen, kann die paar Räume dadurch queren, wenn man will, muss man aber nicht. In diesem Raum muss man zweimal zurückkehren. Da hat man später aber zum Glück den Grapple Beam, dann kann man da lustig das, genau, kann man lustig in diese Tür da hingehen, die von, die leider eine Plasma-Beam-Tür ist, dann könnten wir die jetzt schon aufmachen. Was wir aber wollen, ist ganz auf die Spitze von diesem, ganz auf die Spitze von diesem Berg zu gehen. Wie machen wir das? Also wir kommen nicht auf diese Plattform da oben. Aber hier ist so ein wunderschöner Ast. Problem ist nur, der ist ein bisschen weit weg. Man kann auch nicht einfach drauf springen. Also man kann, aber dann fliegt man halt runter. Das heißt, was man dementsprechend tut, offensichtlicherweise, glaube ich, ist, oh Gott, ist sich hier an die komplette Ecke zu stellen und dann im Gang zwei vollständige Sprünge hier komplett drauf zu machen. Ich empfehle diese Scheiße hier so oft zu üben, wie es nur geht. Alleine den ersten Sprung, weil der erste Sprung alleine schon so knackig ist. Sehr schon gewiss komplex ist, weil man halt im Gang mit der Geschwindigkeit, die man aufgebaut hat, dahin muss. Sonst kommt man da halt nicht hin. Also sieht jetzt einfach aus, weil ich das halt kann. Aber ich empfehle halt wirklich so, es so oft zu üben, wie es nur geht. Der zweite Schritt ist, man kann hier nicht wirklich draufstehen. So, sobald man sich hier wirklich bewegt auf diesem Ast, flippt man drunter. Was man tun möchte, ist diese Stelle hier anzuvisieren, wo ich gerade drauf schieße und dahin zu springen. Gut, das sorgt nämlich dafür, dass man ein klitzeklein wenig höher ist als vorher, was dafür sorgt, dass man mit einem Doppelsprung hier hochkommt. So, das war der erste Part. Ich werde es nochmal wiederholen für alle Beteiligten. So, wir gehen hier hoch und werden im Sprung hier hochspringen. So, gut, dann springen wir hier hin. Es ist nämlich sehr einfach, das zu verfehlen. Deswegen gut, dass ich es gezeigt, also gut, dass es passiert ist. Genau, nämlich der zweite Punkt. Man kann ja auch sehr einfach runterfallen. Vor allem die Leute, die mich bei meinen Online-Weltrekordversuchen beobachtet haben, die kennen diesen Raum hier sehr gut. Man kann diesen Raum sehr viel, sehr schnell falsch machen, weswegen es sich dauerhaft lohnt, diesen Raum zu üben. Aber es ist halt alles möglich, sodass man in der Bewegung halt runterfällt. Oder dass man nicht komplett auf diesen Ast kommt, alles möglich so. Ah ja, wenn man will halt diesen Punkt hier anzielen. Genau. Und dann hat man gerade genau, also genug Höhe, damit man hier hochkommt. So. Springt man auf diese Plattform, springt auf diese Plattform, springt auf diese. Theoretisch hat man halt eine Powerbombe, um zu diesem Artefakt vorzudringen, aber es ist halt eine Plattform wie eine Tür, deswegen bringt das uns nichts. So. Geht man hier auch und so. Das Problem ist jetzt nur, das ist so ein Viech, das könnte man mit dem Grapple Beam tatsächlich auch verwenden. Problem ist nur, ja, wir haben kein Grapple Beam. Deswegen mussten wir auch gerade diesen komischen Sprung machen, damit wir hier hochkommen. Ihr seht vielleicht diesen Vorsprung. Ihr seht auch diesen Vorsprung. Was löst das für Gefühle in euch aus? Dieser Punkt hier, das ist doch niemals groß genug mit der Decke, dass Samus da wirklich hinspringen kann. Gehen wir es mal aus. Oh. Unfassbar. Es reicht tatsächlich gerade so aus. Man kann natürlich denken, aha, der Vorsprung hier unten. Der ist doch viel einfacher zu erreichen. Ja, lustige Geschichte, man kommt hier nicht mit nur einem Sprung hoch, sondern mit zwei Sprüngen. Und wenn man das versucht, dann stößt man meistens gegen die Ecke und fliegt direkt den kompletten Raum runter. Die Powerbombe kriegt man im regulären Verlauf vom Spiel ungefähr, ja, wie soll ich sagen,
drei Stunden später als jetzt. Für das übernächste Item. Das ist, glaube ich, sogar schon das nächste Item im Spiel. Aber muss halt den riesigen Umweg gehen, normalerweise für diese Powerbombe. Den wir halt nicht gehen müssen. Leute, Metroid Prime Runs and Hard. Also diese ganzen Sachen, die ich gerade tue, die muss man innerhalb, also die muss man ohne Tode schaffen und ohne neue Laden von Speicherständen. Dementsprechend wäre das relevant, dass ihr das schafft. Okay? Bin auch nicht ein großer Fan davon, aber die Regeln vom Board sagen, hey, bitte nicht neu laden. Also doch, ihr dürft neu laden und dann dürft ihr nicht mit der spielinternen Zeit submitten, was mit One praktisch bedeutungslos ist. Und ihr dürft nicht sterben. Beides dürft ihr nicht. Aber jetzt sind wir in den wunderbaren Faserminen. Die Faserminen sind ein wunderbares Gebiet, wo wir gerade uns am anderen Ende befinden. Warum befinden wir uns am anderen Ende? Also man kann zu dieser Tür, wo ich da oben bin, war halt eigentlich ständig hin. Problem ist nur, man wird halt da wieder zurückgejagt und man hat keine Powerbomben. Wir haben eine Powerbombe. Deswegen können wir jetzt diese Abkürzung nutzen, befinden uns jetzt ungefähr in der Mitte der Faserminen. Ich kann euch versichern, sollten nicht die einzigen Räume sein, die wir freigeschaltet haben, weil normalerweise, also die Faserminen haben halt drei Ebenen. Das hier ist die dritte Ebene, hier ist die zweite und darüber ist noch eine, aber wir haben die erste Ebene niemals betreten. Wir werden sie bald wieder betreten, um Items zu kriegen. Aber wir machen jetzt erstmal sehr viel spaßiges Zeug in der zweiten Ebene und verlassen dann später, wenn wir fertig sind, die Faserminen vom Anfang des Gebiets aus. Aber wir haben halt auch von der anderen Seite betreten, weil wir cool sind, weil wir Powerbomben haben. Die wir jetzt eigentlich gleich erst richtig bekommen. So, jetzt kommen wir zum Kampf gegen die Elite-Piraten. Wir kämpfen zweimal gegen die Elite-Piraten. Den ersten Kampf triggern wir, indem wir den Bereich der Tür betreten, aus der wir eigentlich kommen sollten. Weil wir sollten nicht aus der Tür kommen, wo wir gerade waren. So. Sobald der Spawn, es ist sehr wichtig, direkt anzuvisieren und dann scheiß viele Missiles zu spammen. Einfach nicht loslassen. Genau. Und sobald man dem Elite-Piraten 11 Missiles gegenübergebracht hat, sorgt das dafür, dass der Elite-Pirat runterfällt und besiegt ist. Dafür sind die Missiles da, dass man den Elite-Piraten besiegen kann. Und nicht nur einen, sondern drei. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein paar Missiles behalten werden. Aber man kann natürlich auch diese ganzen Kisten zerstören, auf eine Chance, dass man wieder seine Drops zurückkriegt, so dann. Setzen wir das Kraftfeld außer Gefecht, also außer Betrieb, und gehen in diesen wunderschönen Raum rein. Yeah! Fuckers! Dadurch, dass wir eine Powerbombe haben, können wir den Energietank in diesem Raum tatsächlich schon jetzt bekommen, aber da wir auch sowieso hierher zurückkommen müssen, ist es relevanter, dass wir den einfach dann nachholen. Wir müssen das Giftgas eh deaktivieren. Können wir dann auch nachmachen. Yeah! Powerbomben-Drops! Yeah. Oh. Hallo Lady Pirat, ich frage mich, ob du gleich nochmal auftauchen wirst. Ne, das ist ja später, aber irgendwann. So, hier taucht jetzt ein Gegner auf. Man muss meistens da, wo er schießt, einfach möglichst weit nach unten zielen. Ungefähr da, wo die Nase ist. Man kann den Gegner halt nicht sehen, außer man hat den X-Ray-Visor, den man halt jetzt nicht hat. Man muss halt praktisch ungefähr auf das Rote zielen. Aber ja, es reicht einfach so ungefähr unterhalb der Augen hinzuziehen. Das Ding ist halt, eigentlich braucht er nur einen voll aufgeladenen Icebeam-Schuss. Aber manchmal ist die Hitbox von dem Boss halt richtig, richtig selten. Deswegen man manchmal einfach 80 Schüsse draufhauen muss, bis der Gegner auch wirklich stirbt. Okay, es ist ein komplizierter Gegner. Was ist das jetzt für ein Item? Die Powerbombe. Sagulina, hast du nicht gerade erst die Powerbombe geholt? Ja, das ist aber jetzt die richtige Powerbombe. Das ist die vom Spiel gewollte Powerbombe. Normalerweise, also ich habe gerade einen Powerbombe-Container eingesammelt. Warum sammelt man jetzt die Powerbombe ein? So, obwohl man die Powerbombe hat. Gute Frage. Man braucht die für ein Artefakt, was man sonst nicht kriegen kann. Man muss diesen Boss hier gemacht haben und sich die Powerbombe geholt haben. Sonst kriegt man nicht das Artefakt des Kriegers, was man halt braucht.
Also fuck, das ist ein Schlüsselalter. So, mit dem Labyrinth. Labyrinth hat, soweit ich weiß, 522 verschiedene Möglichkeiten, wie es aufgebaut ist. Deswegen kann ich euch keine besonderen Tipps geben. Oft einfach, also es gibt, hofft einfach, dass ihr schneller durchkommt. Das Einzige. Die haben immer Powerbomben-Drops. Nimmt sie mit, ihr braucht alle. Ihr braucht wirklich alle. Alle Powerbomben-Drops. Dringend. Ihr braucht alle fünf. Wichtig. Leute, das ist wichtig. Leute. Okay, so hier. Da hinten ist der Elite-Pirat. Ihr seht ihn nicht, aber er headbangt gerade. Bewege mich jetzt auf ihn zu. Ich kann ihn leider nicht insta-killen, aber ich kann sehr, sehr viel Schaden zufügen. Einfach drauf, wenn man. Ja, gut. Das ist nämlich so, weil ich halt so weit, so viel Entfernung habe, kann ich ihn nicht insta-killen. Aber was ich tun kann, ist, naja. Wenn man genug, wenn man mehr Missiles reinhaut, dann kann man natürlich direkt mit einem Charge-Schuss das beenden. Aber da nicht genug Missiles reingekommen sind, braucht man zwei. Aber niemals irgendwie noch mehr Missiles verschwenden, weil man braucht sie später. Das ist, Missile-Management ist wirklich unfassbar relevant jetzt. So. Kommen wir zu den 5 Powerbomben, die wir verwenden. Hier ist die erste. Gut. Mag das hier, kannst du dir vorstellen von anderen Games machen. Ja, tatsächlich das Konzept von Dragolina auf Speed war tatsächlich ursprünglicherweise, dass ich Speedruns möglicher, also vor allem die ich selber mache, möglichst professionell erkläre, weil ich ja in Stream sonst nie dazu komme, um das dann in YouTube-Videos zu verarbeiten. Das ist der, ich glaube, das ist der letzte, den wir einsammeln. Weil in der GameCube-Version braucht man tatsächlich, braucht man tatsächlich das andere Movement, wo man hochspringt, weil man hat den Spider-Ball nicht, aber wir haben den Spider-Ball, also ist gut so. So gut, jedenfalls von der Tür aus benutzen wir den Morph-Bomben zweimal genau, damit das Ding, man sieht ja links, wie es sich positioniert, damit das Ding halt nach vorne zeigt. Und dann gehen wir runter. Kann natürlich auch runterfallen mit dem Morph-Ball, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es ist nur wichtig, dass wir genau in der Reihenfolge das hier machen, weil wir sonst unfassbar viel Zeit verlieren würden und sich das Spiel auch softblocken kann. Das weiß ich, weil es mir schon dreimal passiert. Deswegen macht es genau in der Reihenfolge. Danke. Gut. Es ist nämlich wichtig, dass das gelbe Teil komplett verbunden ist miteinander. Das ist halt, ihr seht es ja, dass es halt hoch geht und dann. Ja. So wie ich es gerade mit der Hand gemacht habe. Gut. Dadurch, dass das so ist, können wir jetzt gepflegt den Raum verlassen. Der Raum ist genau in der Position, wie wir ihn haben wollen. Jetzt kommen wir zu etwas. Ja, okay, die Teile können uns insta-killen, deswegen wäre es gut, wenn man es möglichst knapp macht. Gut. Jetzt kommen wir zu etwas Seltsamen. Das heißt hier Glitchless, diese Kategorie. Ihr seht vielleicht, oh, das ist ja ein normaler Raum. Das ist ja ein komplett normaler Raum. Versuchen wir mal durchzugehen. Warum kann ich mich nicht fortbewegen? Ah, ist eine gute Frage. Sag's euch. Der Gegner kommt auch nicht hier durch. Wo kann das liegen? Ah ja, hier ist eine Wand. Wenn wir von der anderen Seite drauf blicken würden, ist einfach eine Wand hier. Wir können zwar durchschießen und das Ganze, aber hier ist eine Wand. Das Spiel, sobald man genügend Geschwindigkeit aufgebaut hat, wenn man festhängt, fliegt man praktisch durch Objekte durch. Was gut ist, weil wisst ihr, was uns das bringt? Wir müssen einfach so positionieren, dass wir hier stehen, hier hinblicken, dann hängen wir fest. Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit den B-Knopf spamme, die ganze Zeit vor zurück booste, dann bin ich durch die Wand gelandet. Seht ihr, da ist eine Wand. Ich habe euch nicht verarscht, da ist die Wand. Dadurch, dass ich so viel Geschwindigkeit aufgebaut habe, weil ich festhänge, sorgt das dafür, hey, Dragolina, geh durch die Wand. Das ist kein. Damit befinde ich mich nicht außerhalb der Map, weil durch Wände schießen nach den Regeln von Glitchless erlaubt ist. Das ist das einzige, wo ich es verwende, aber es sorgt dafür, dass man halt zu dem Artefakt der Stärke kommt, ohne dass man möglichst viel Aufwand haben muss und möglichst viele Cutscenes schauen muss. So, ich bringe wir hier runter, weil sonst spawnen da halt, genau. Spawnen da halt so. So geht das, uns mögen wir nicht, so geht das sind scheiße, geht das sind richtig, richtig böse und wir machen praktisch einen Raum auf andersrum, weil sonst würde das halt ewig lange dauern.
So, ich muss. Guckt einfach kurz, wo das rote Teil ist. Und dann legt eine Powerbombe. Also normal, sorry. Wenn man das halt schnell macht, dann kann man halt eine Powerbombe legen und das rote Teil direkt scannen, damit die Plattform aktiv ist. So, der Kampf passiert da jetzt lustig. Aber die Plattform geht nicht nach unten. Wisst ihr warum? Weil der Elite-Pirat da ist. Unironisch. Die haben dafür geplant. Ja, obwohl das nicht möglich ist, wenn man diese Plattform aktiviert, keine Powerbomben haben sollten, haben sie trotzdem dafür geplant, dass solange der Elite-Pirat hier umherstreuen, dass diese Plattform nicht runtergeht. Fragt mich nicht warum, weiß nicht wer Koks konsumiert hat, aber es ist okay. Die Plattform werden aber runtergehen, keine Sorge. Muss nur den Elite-Piraten besiegen. Bis dahin ist diese Cutscene, gespeichert, sagen wir es so. So, bei diesem Boss, einfach super Missiles reinhauen des Todes. Dann könnt ihr euch hier hinstellen. Yeah! Ich das Artefakt! Fokas! Okay. So, jetzt kommen wir zum Grapple Beam! Yeah! Brauchen wir tatsächlich. Also, aber Metro Prime 1 Glitches für die Trilogy-Variante, glaube ich, eine der wenigen Kategorien, wo man den Grapple Beam tatsächlich braucht. Leider schießt er nicht, man kriegt, also auch wenn das die Katzen so angezeigt hat, man kriegt da leider nur die Möglichkeit an Punkten zu grappeln. Ja, also man kann einfach draufstehen. Also für den Bereich braucht man den Grapple Beam halt wirklich nicht. Aber man kann ihn trotzdem benutzen, wenn man ihn schon hat. Man braucht den Grapple Beam halt eher für andere Geschichten. Fokas! Ja, also ich empfehle halt, den Boostball zu verwenden, um schneller runterzukommen. Dann empfehle ich übrigens auch, diese Itemboxen zu zerstören im Fall. Und dann kriegt man das wunderschön. Yeah! Und jetzt ist man am Anfang. Jetzt kommt die Cutscene von... Jetzt kommt die Cutscene von, hey, kennt ihr eigentlich schon die Faserminen? Ja, deswegen verlasse ich sie. Den normalen Weg gehen und da sich hochrollen, da fallen lassen und dann bababababam. Kann aber auch den coolen Weg machen, nämlich den hier. Ja, man kann hier stehen. Aber auch nicht. Aber ist okay zu stehen. Ich finde das gut. Ich finde es okay, da zu stehen. Ein kleiner Huckel in dieser Boostball Halfpipe. Wisst ihr, was das bedeutet? Manchmal, wenn man diesen kleinen einzelnen Pixel, genau wie ich es gerade hatte, wenn man diesen kleinen einzelnen Pixel mal durch Zufall berührt, dann sorgt das dafür, dass die komplette Geschwindigkeit aus dem Boostball draußen ist. Spoiler? Kacke. Wenn das passiert, tut mir leid, könnt ihr absolut nichts gegen machen. Also absolut wirklich gar nichts. Deswegen nicht unbedingt beste Stelle, um einen Missile-Container in diesen Raum zu legen. Aber wenn sie wollen, könnte ich es machen. Hallo X-Ray Visor. Yeah. Der X-Ray Visor, der weiß X-Ray. Brauchen wir, um das Spiel durchzuspielen. Noch nicht jetzt, aber bald. Yeah. Die hilft aber auch bei anderen Kämpfen. Für die Knorken. So, jetzt spawnen hier so Fasernviecher. Knorkel. Die haben alle einen garantierten Powerbomben-Drop. Ich empfehle, meine Empfehlung ist zu warten, bis man 4 hat. Man kann auch, die sterben zum Glück durch den Explosionsradius. Also ich empfehle zu warten, bis man 4 Powerbomben-Drops hat. Das ist meine persönliche Empfehlung. Muss man nicht, kann man machen. Also ist meine persönliche Empfehlung. Ich habe jetzt 5, 4 reichen auch aus. So. Hier ist das nächste Artefakt. Das Artefakt ist... Ich weiß, wie die heißen. Unfassbar. Ich habe gerade Sonic-Sachen gesehen, ich will laut lachen. Verständlich. Ist bei Sonic immer so. Irgendwie hier das wunderschöne Artefakt ist irgendwas. Ich glaube, nee, das war nicht Neugeboren, aber Neugeborenen kam später. Aber dadurch, dass wir den Gravity Suit nicht haben, können wir uns hier auf diese wunderbaren 8 stellen und kommen hier wunderbar hoch. Okay, was war das jetzt hier für ein Artefakt? Chozo. Ah, okay. Gut, dass die Artefakte, die sowieso schon Chozo-Artefakte heißen, dass sie auch noch ein Chozo-Artefakt der Chozo haben. Mann, das ist ja...
Also ich kann ja das selbstverliebt, I don't think so. Also man kann natürlich den lahmarschigen Weg gehen, dadurch die Morphball-Mulde und das Ganze kann man machen. Ich zeige euch den Weg auch gleich noch, falls ihr runterfällt, das ist tatsächlich relevant für. Aber man kann auch einfach den coolen Weg machen und einfach unironisch gegen diese Wand springen. Triggert den Kampf auch. Warum? Teleportiert dann auch nach oben. Warum? Ja. Okay, ich werde jetzt erst den Kampf machen und es danach zeigen. Also packt den X-Ray-Visor auf. Könnt ihr nämlich dauerhaft sehen, wo sich die Chozo-Geister befinden. Dieser Kampf wird bei euch mindestens eine Super-Missel fressen, also 5 Missiles fressen, weil diese Gegner unberechenbar sind. Ich empfehle euch wirklich so wenig wie es geht euch zu bewegen. Vor allem, wenn ihr gerade einen Chozo-Geist tötet, empfehle ich besonders, nicht in der Luft zu sein. Wenn ihr in der Luft seid, sobald alle Chozo-Geister tot sind und die Katzen aktiviert wird, dass diese Luke da hinten aufgemacht wird, sorgt das dafür, dass sie runterfällt. Euer Sprung wird gefressen und wenn ihr in der Luft seid, fliegt ihr einfach auf den Boden. Wenn ihr irgendwie über einer Plattform seid, cool für euch. Wenn ihr es nicht seid, dann ja, viel Spaß im Weg zurückzukommen. Weil ihr könnt nicht nochmal gegen diese Wand springen, um hier hochzukommen. Aber ich zeige euch jetzt einen normalen Weg für falls ihr runterfällt. So, ihr geht einfach auf diesen Hügel hier, geht hier hoch. Unfassbar. Samus, was soll das? Ihr geht hier hoch. Ihr geht nicht in den Morph Ball. Diese Morph Ball Teile. Also die Morphball-Teile, die nach oben gehen, Tunnel, die sind tatsächlich genauso groß, dass Samus sich reinstellen kann, was sie auch ausnutzt. Dann springt ihr hier hoch, überspringt die kleine Plattform da und dann geht ihr eures Weges. Okay, freue mich, dass wir das geklärt haben. Aber ja, dieser Raum hier kann sehr anstrengend sein. Ich empfehle euch wirklich einfach, bewegt euch so wenig wie möglich. Kennt ihr ja sowieso im Sommer schon, aber bewegt euch so wenig wie möglich. Macht alles einfacher. So. Gehen wir wieder zum südlichen Chozo-Ruin, da wo der Eisbeam war. Wir werden jetzt ein wenig Backtracking betreiben. Praktisch, also wir gehen praktisch genau so, wie wir zu dem Powerbombenwächter gegangen. Also nicht zu Powerbombenwächter, falsches Spiel. Wie wir zu den frühzeitigen Powerbomben gegangen sind. Wir nehmen nur auf dem Weg ein Item und einen Energie und Missile Weasel mit. Wir machen das gleiche Movement wie sonst auch immer. Yeah! Der einzige Unterschied ist nur, wir gehen nicht durch diese Tür, wir gehen auf diese Plattform. Machen wir auf dieser Plattform. Ja, wir gehen hin. Yeah. Und boosten die Scheiße aus diesen Plattformen raus. Yeah! Das ist tatsächlich so, wie man es bisher so. Fuck. Da bin ich für ein Bild wohl runtergefallen. Es ist tatsächlich bisher genauso, wie man es machen soll im regulären Spiel. Es wird sich gleich nur eine Sache ändern, die nicht mal im früheren Weltrekord drin war. Die mich ganz neues Movement von mir ist. Die wird, es wird sehr seltsam aussehen, aber es ist vollkommen okay. Ihr werdet überleben, wenn Dinge. Werden es überleben, wenn Dinge ein wenig seltsam aussehen. So. Drückt man hier auf die Spider-Ball-Schiene. Yeah, man kann sich da sogar draufstellen, wenn man das möchte. So. Und dadurch, dass man jetzt hier ganz oben ist, kann man die Morphball-Mulde aktivieren, eine wunderschöne Bombe legen. Und dann geht die Plattform hoch. Oh mein Gott, da ist eine riesige Spider-Ball-Wand. Und eine Tür. Wo kam die denn her? Unfassbar. Also, man könnte natürlich den Weg da gehen, kann man machen, kann einen langsamen Weg da gehen. Man kann natürlich aber auch einfach anderweitig auf diese Plattform, man kann ja einfach hinspringen, gegen die Wand kurz abprallen und dann hoch. Das ist ungefähr 10 Sekunden schneller als was auch immer das hier ist. Es sieht halt nicht nach viel aus, aber weiter beim Movement ist halt scheiß lahm. Könnt ihr euch auch meinen, Moment, wenn du hier einfach hoch kannst, warum kannst du nicht einfach das da hinten und super viel überspringen? Das funktioniert nicht. Jetzt haben nur manche Teile von diesem grauen Ring, nenne ich jetzt mal, Art Kollision. Die meisten haben halt einfach keine Kollision.
War doch einfach super angenehm, hier hochzukommen. Aber ja, es sind 10 Sekunden exklusives Spar-Movement. Der kriegt das. Nee, das ist wirklich scheiße einfach. Kann ich jedem deutlich empfehlen. Hier lässt man sich einfach fallen runter. Mal. Und landet bei der Tür. Oh mein Gott. Das ist auch zufälligerweise genau die Tür, wo man hin muss. Weiß, kranke Scheiße. Ob das geplant ist? Nee, glaube ich nicht. Also, da kriegt man zum Glück immer 3 Powerbomben-Drops. Wie immer. Snorke. Kann man maken. Alles Snorke. Hier sind Geschütztürme, die doppelt und dreifach so schnell schießen und doppelt so hart. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, das einfach durchzurollen. So schnell wie es geht. Man könnte fast meinen, es gibt ein Item dafür, womit man boosten kann. Das ist sehr gut dafür, um schnell durch diesen Raum durchzurollen. So, ich möchte nur kurz erwähnen, sobald ich jetzt dieses Gitter öffne, damit die ganzen Metals in diesen Raum reinströmen, muss ich mich dauerhaft bewegen. Also muss man sich komplett dauerhaft bewegen. Ich werde keine Pause einlegen. Folgt mir einfach genau. Dann ist alles gut. Weil jetzt sind nämlich die Metroids aktiv. Und die Metroids werde ich gleich zu Genüge reden. Aber, ich sag's mal so. Metroids sind scheiße. Die Metroids sorgen dafür, vor allem in diesem, also allein in diesem Raum, wenn man einen Fehler macht, man praktisch auch gleich direkt seine Konsole neu starten kann. Also gut, so schlimm ist es nicht, aber doch eigentlich schon. Und hier liegt jetzt eine Powerbombe. Gut. Dieser Raum besteht zum Glück nur aus ein paar einfachen Doppelsprüngen. Ist denn jetzt nicht ultramäßig kompliziert. Es liegt einfach nur daran, dass das alles in einer normalen guten Geschwindigkeit und einer normalen Regelmäßigkeit ablaufen muss, weil wenn irgendwie ein Fehler sich einschleicht, so dass man zum Beispiel von der Plattform runterfällt oder so, ein gewisser Timer im Hintergrund ausgereizt wird, nämlich der Metroid Timer. Apropos, wenn ihr noch einen Missile Container braucht, könnt ihr euch den hier holen, wenn euch das Spiel damit einfacher wird. Gut, weil der Metroid Timer ist nämlich in 3 Räumen, jetzt zumindest, später noch mehr, richtig, richtig doll relevant, weil er nämlich der Metroid Timer nämlich dafür sorgt, dass ab einer gewissen Zeit die Metroids, sobald sie euch gesichtet haben, auch eure Knie schreiben wollen. Und es ist nicht gut, wenn die Metroids eure Knie schreiben wollen, weil das sorgt dann dafür, dass Samus sich praktisch in einem betaumelten Zustand befindet und man nicht wirklich Samus richtig steuern kann. Ich meine jetzt nicht bei diesen Metroids, also doch bei denen auch schon, aber bei denen funktioniert es ein wenig anders. Man sollte generell einfach jedes Metroid, was man irgendwie in irgendeiner Weise sieht, töten. Wenn man diesen Raum hier korrekt gemacht hat in der richtigen Geschwindigkeit, dann sorgt es dafür, dass dieses Teil hier auch direkt da ist. Damit kommt man direkt zum Ende vom Raum. Ja. In diesem Raum wird man aber hier meistens getroffen. Das ist jetzt hier die schnelle Variante, dass man halt auf diesen Pilz landet und auf diesen anderen Pilz drauf springt. Es gibt aber auch noch die Backup-Variante, die ich euch jetzt auch noch zeigen werde. Da wird man aber meistens definitiv von einem Metroid getroffen, oder einem Metroid nervt. Sorgt nämlich dafür, dass man einfach hier runter geht. Genau. Metroids machen Metroid-Sachen, deswegen töte ich davon jetzt mal ein paar. Okay. Dass man einfach hier hoch geht auf diesen Stein und dann auf den Pilz springt. Wenn irgendein Metroid in der Nähe ist, kann man nicht auf diesen Stein springen. Auch wenn ihr kein Metroid vor euch seht, ist meistens ein Metroid hinter euch, was dafür sorgt, dass ihr nicht auf diesen Stein springen könnt. Wenn ihr einfach abrutscht von diesem Stein, ist vermutlich ein Metroid hinter euch, legt eine Powerbombe, Galigrü. Dann springt man in die Mitte und legt eine Powerbombe. Was macht diese Powerbombe? Dieser Gegner hat 4 verschiedene, also 2 Schulterpads und 2 Kniescheibenpads, die man abschießen muss. Die Powerbombe tötet alle davon. Was sehr, sehr gut ist. Das funktioniert. Also in anderen Versionen macht man was anderes. In diesem Fall ist das aber das Schnellste, was man tut. So, kommen wir jetzt zu diesem Kampf. Zweite Phase vom Elite-Piraten. Nicht Elite-Piraten. Das heißt, es ist lustig, dieser Raum hier heißt Elite-Quartier, aber jetzt der Omega-Pirat.
Unfassbar. Nee, wichtige Dinge. So, es sind hier drei Phason-Pools, also drei Pools mit blauem toxischem Material, wo man nicht reingehen möchte. Der Omega-Pirat wird sich in einen dieser drei Pools reinspawnen. Der spawnt sich niemals in den Raum, in den Pool, wo man steht, beziehungsweise selbst dem Pool, wo man in der Nähe ist. Der spawnt sich nie, kein einziges Mal dahin. Spawnt sich nur in die Pools, die weit weg von einem sind, was immer zwei sind. Der Omega-Pirat spawnt sich auch niemals in den gleichen Pool zweimal. Dementsprechend kann man anhand von dieser Logik, dass er sich niemals in den Pool spawnen wird vor einem und niemals in den gleichen, immer wissen, wo er gerade sich befindet, außer das erste Mal. Also man tötet hier praktisch die zwei Piraten, die er spawnt, und die anderen beiden ignoriert man dann. So, jetzt wo man vor diesem Pool hier steht, wird er nicht hier spawnen. Er wird aber auch nicht da spawnen. Das heißt, er wird hier spawnen. Man möchte praktisch einfach, sobald er spawnt, direkt in der Sekunde sofort diesen aufgeladenen Plasma-Schuss loswerden. Was das nämlich alles bringt, dass man so viel Know-how über diesen Kampf hat, ist, dass man kann diesen Kampf hier one-cyclen. Was bedeutet das für die Leute, die keine Ahnung von diesen komischen Speedrun-Begriffen haben, die Leute ständig verwenden? Das war jetzt kein One-Cycle, weil der Schuss daneben gegangen ist, aber normalerweise ist es halt... Normalerweise schießt man da halt und der Boss ist tot. Aber wenn nicht, wenn das gleiche euch passiert, was mir jetzt passiert ist, dann... Gut, nimmt einfach noch, drückt einfach noch eine Powerbombe rein. Deswegen habt ihr euch vorhin drei Powerbomben geholt, wenn ihr eure Items nicht aufladen wolltet. Leute, ich schwöre bei Gott, bitte. Es ist relevant, dass ihr diese drei Powerbomben-Jobs mitnimmt und eure Items wieder auffüllt. Weil ihr werdet es brauchen. Vor allem, wenn ihr durch diese Räume zurückkehrt. Vor allem, wenn wir gleich noch zu einem weiteren Raum kommen, den ich als schwierigsten Raum im Spiel betrachte. Braucht ihr eure Powerbomben-Dorps, um Metroids umzubringen. Dringend. Außer ihr habt Glück. Gut, dadurch, dass wir jetzt, über Phason können, Poggers, können wir diese Steine kaputt machen. Weil normalerweise würden wir halt sonst jetzt, es waren nicht 6 Schaden pro Frame, aber es war eine Menge. Menge Schaden nehmen und wir bräuchten so, ohne den Phason Suit, so 11 bis 12 Energietänke, um überhaupt in die Nähe von diesem Artefakt zu kommen. Also es ist möglich, dass den Raum auch wieder leben zu verlassen, aber wir haben leider nicht die Zeit dafür. Es ist leider schneller, die drei Räume zurückzugehen, auf die Plattform zu kommen, weil sich die hier super stapeln. Ja, und jetzt sollten sie auch sterben. Ich hoffe, ich kriege hier einen Powerbomben-Drop. Ich glaube, ich habe einen Powerbomben-Drop bekommen. Gut. Kann ich jetzt nämlich hier wunderbar rum. Uiuiui. Auf diese Säule könnt ihr, also auf dieses Ding hier, könnt ihr eine Super-Missile-Drop packen. Dann kriegt ihr noch 5 Missiles. Wenn ihr sie braucht, ich sehe keinen Grund dazu, aber wenn ihr sie braucht, könnt ihr noch 5 Missiles dazu gewinnen. So, gut. Ich habe 2 Powerbomben-Drops. Großartig. In diesem Raum ist es relevant, dass man im Vorhinein den Fahrstuhl das scannt, weil dann kann man einfach sich wunderbar dahin boosten. Das kann man während des Kampfes machen, das kann man vor dem Kampf machen mit dem Omega Piraten, das kann man nach dem Kampf machen. Richtig relevant ist es halt nicht. So, der Metroid kann uns eh nicht verfolgen, solange wir einfach gechillt hier hinrollen. Und hier gibt es einen Energietank. Yeah! Wie ich. Tötet den Turret. Geht hier hoch. In der Schnecke. Ja, das passiert nämlich auch sehr häufig. Es gibt nämlich, wenn ihr kein einziges Mal mit dem Metroid in Berührung kommt, dann wird nicht das Licht mit euch hochreisen. Wenn ihr jedoch einmal in Berührung kommt, dann passiert, ja, dann wird euch das verfolgen, bis ihr praktisch stirbt. Also bis ihr 20 Millionen Mal von Plattform fliegt. Deswegen empfehle ich euch, versucht irgendwie hochzukommen und tötet das Metroid oben, wenn es euch verfolgt. Und wenn ich ein Metroid verfolgt, folgen euch meistens 2. Je weiter hier hoch herkommen. Manchmal habt ihr Glück, wie gerade, und es verfolgt euch kein einziges Metroid. Für diese Spider-Maschine ist es auch relevant. Die Piraten werden euch erst abschießen, sobald ihr von der Spider-Maschine unten seid. Deswegen müsst ihr nicht Piraten unten umbringen. Den einzigen Piraten, den ihr umbringen müsst, ist der hier.
Die anderen, da kommt ihr schon durch. Aber die Wand hier, die ist halt, die sorgt dafür, dass ihr gerne mal hängen bleibt. Gut. Springt ihr einfach ganz locker flockig hier hoch auf die Plattform. Boom. Einziger Unterschied ist bloß, ich empfehle euch wirklich, so vorsichtig wie möglich jetzt zu manövrieren, weil ihr müsst jetzt den ganzen Raum wieder hoch. Und von hier aus direkt auch schon das Ding hier mit der Supermissile umzubringen. Nicht mal irgendwie mit ein paar Missiles hintereinander, nein, mit der Supermissile. Das Ding muss sterben. Deswegen ist übrigens wichtig, dass ihr ihn nicht vorher legt, weil ihr braucht diese eine Power dringend, die ihr bekommt, wenn ihr von da oben landet, von da oben runterkommt. Macht es jetzt auf. Wirklich wichtig. Sonst kriegt ihr das böse Item-System zu spüren von diesem Spiel und ihr wollt das nicht, okay? Ihr wollt das wirklich gar nicht. Ich finde, die hatten eine Kampfchance. Der muss nämlich mit dem Plasma-Beam kaputt gemacht werden. Wir müssen da unten dahin. Das ist wichtig. Da müssen wir hin. Nicht Magmor zu clean upen, sondern dass wir speziell aus einer gewissen Richtung in die Schoßruinen kommen. Nämlich dieser. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr es vorher nicht gemacht habt, jetzt das Artefakt der Stärke holen, was da hinten ist. Könnt ihr machen, cool. Was ihr aber eigentlich machen wollt, ist hier runterspringen und dann hier hinspringen und dann überall hinspringen. Und dann habt ihr Spaß. Das Spiel baitet einen, in diese Tür zu gehen. Wir wollen aber in die Tür. Wir wollen das Ding kaputt machen, bevor zu viele Hornissen spam. Wir wollen das Ding kaputt machen. Yeah. Und dann scannen wir das da und das da und das da. Und das da. Bam. Das ist so kompliziert. Das sind vier Teile, die man scannen muss. Deswegen setzt man hier einfach eine Bombe. Da eine Bombe. Und hier muss man leider ein bisschen weiter nach vorne. Wir machen das jetzt. Okay. Und dann sind wir wieder oben. Es ist mehr. Einzig relevant ist nur, man soll hier zwar oben stehen, man soll nicht in der Mitte stehen. Weil ansonsten würde man ins Artefakt direkt rein spawnen, weil das Spiel einen nicht teleportiert. Was dafür sorgt, dass diese Ranken nicht weggehen. Weil die Cutscene davon, wie man das Artefakt bekommt, wird sonst überschrieben. Also überschreibt sonst, dass die Ranken da weggehen. Wenn die Ranken da nicht weggehen, kommt man da nicht durch. Und man muss einen anderen alternativen Weg finden. Deswegen steht einfach niemals hier in dieser Mitte. Also niemals hier stehen, wo ich gerade stehe. Am besten einfach hier. Oder da. Oder irgendwo anders. Mich, dass wir das geklärt haben. Ihr wollt nämlich hier durch diese Tür gehen. Was ihr nicht könntet, wenn ihr die Katzen überschreibt. Könnt ihr die Eisbeam-Bombenmulde aktivieren. Aber es ist halt so unfassbar langsam, dass ich es nicht empfehlen würde. In irgendeiner Weise. So wie die übrig gebliebenen, ich weiß nicht, so weiter drei Energietanks, die wir nicht mitnehmen, die sind einfach unfassbar lange. Die wir einfach gar nicht irgendwie mitnehmen. Wir das ja aufzeichnen und sie, ja Gregor und Simon, dazuschneiden und uns als Spätrandale hochladen. Unfassbar. Hier wird einfach mein Content geklaut. Aber es ist schon lohnenswert somit. Ja, so 45 bis 50 Missiles. Yeah, jetzt. Also. Am Ende zu gehen. Ist meine Empfehlung, müsst ihr nicht, aber ich empfehle es persönlich so. Jetzt gehen wir mal zum Ende vom Spiel. Man schießt halt praktisch den Plasma Beam einfach so viel, bis eine neue Phase startet, bis Meta Whitley lustig zurückgeht, wie jetzt gerade. Und dann ist es praktisch Auszeit im Sinne von, hey, du kannst keinen Schaden mehr zufügen. Meta Whitley wird halt lustig um die Stage herumfliegen, nachdem man eine gewisse Anzahl an Schaden hinzugefügt hat und man kann ihn nicht treffen. Whitley fliegt immer zweimal durch die Map und das ist sehr, sehr cool, macht es sehr, sehr toll. In der Phase vom Kampf kann man ihn einfach nicht treffen. Dieses Ding hier wiederholt sich jetzt so ungefähr 4 bis 5 Mal. Die erste Phase des Kampfes besteht aus recht viel Wartezeit. Das Einzige, was man hofft, ist, dass Whitley niemals sonderlich lange auf dem Boden bleiben wird, weil das sorgt dafür, dass man Zeitverlust hat. Weil Whitley wird immer ab einem gewissen Punkt aufhören. Das wird immer ab einem gewissen Punkt aufhören, Schaden nehmen zu wollen. Das ist tatsächlich nicht gut. Tatsächlich nicht gut, wenn Sam ist. Also wenn Meta Whitley sonderlich lange auf dem Boden ist. Weil sonst dauert der Kampf länger.
Manchmal will der Meta Ridley auch zweimal direkt hintereinander durch die Luft fliegen. Das ist scheiße. Der böse Kampf. Der böse Kampf. Aber ja, am Ende wird, man weiß, dass der Kampf endet, wenn Meta Ridley so einen Laserstrahl, also so einen Plasmastrahl macht. Dann ist der Kampf nämlich meistens vorbei. So, jetzt wird Sam zu Ridley gleich sein wunderbares Gesicht zu mir zeigen und ich will direkt mit dem Plasma Beam drauf schießen. Gut, dann will ich einen voll aufgeladenen, also einen voll aufgeladenen, einen normalen Schuss und einen halb aufgeladenen Schuss machen, dann zum Ice Beam wechseln. Warum will ich zum Ice Beam wechseln? Der bricht den Kampf. Der Kampf ist schon von sich aus genug gebrochen, aber ich breche den Kampf gerne noch mehr. Wie laufen wir jetzt die zweite Phase? Man soll einfach am Anfang mit dem Plasma Beam draufhauen und dann mit dem Ice Beam. Also man kann jetzt halt Schaden zufügen, normal mit dem Ice Beam, aber irgendwann wird Meta Ridley halt eine gewisse Barriere aufbauen. Die Barriere funktioniert nur leider. Okay, gut, die Barriere ist nie passiert. Okay. Also. Muss ich das kurz erklären. Das ist ohne Visuals. Ist okay, ist okay. Also. In Phase 3 ist es normalerweise so, dass der Kampf irgendwann aufhört zu funktionieren. Meistens in Phase 3. Weil es ist dann nämlich so, dass man auf den Brustpanzer schießt, wo halt Ridley Schwachstelle ist, aber Ridley einfach keinen Schaden nimmt. Wenn das passiert, muss man einfach konstant drauf schießen. Konstant einfach den Ice Beam vollständig aufladen und Missiles draufhauen im abwechselnden Takt und dann einfach hoffen, dass irgendwann Ridley meinen Schaden nehmen zu müssen. Das war jetzt gerade super gut. Weil aber irgendwann, normalerweise, hört der Kampf halt einfach auf zu funktionieren. Ist dann halt doof. Das ist ja auch im Weltrekord passiert, aber es ist halt Glückssache. Kommen wir hier zum einzigen relevanten Raum vom Einschlagskrater. Ihr habt schon ein Metroid gesehen, deswegen könnt ihr vermutlich denken, wie das in diesem Raum passieren wird. Ja, einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen und keinen einzigen Fehler machen. Auch wenn euch der, Daumen irgendwann wehtun sollte. Einfach weitermachen. Nicht mal irgendwie in den Morphball gehen oder so, einfach weitermachen. Nicht irgendwie denken, oh, ich kürze das jetzt mal super schnell ab. Nein, einfach weitermachen. Nicht mit dem Timer kollidieren, bloß nicht. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann wird euch der Metroid da hinten nicht genervt haben. Aber wenn ihr denkt, oh, ich gehe da speziell nochmal richtig geil in meine Morphball-Animation, dann regt ihr den Metroid erst noch mehr an. Wollt das nicht. Wir wollen das wirklich ganz und gar nicht. So, ab geht's. Bin halt besiegt. Ja, Meta Ridley ist besiegt. Und ich konnte nicht mal zeigen, wie die Phase nicht richtig funktioniert. Das ist aber nicht passiert. Die Phase hat ausnahmsweise funktioniert. Deswegen muss ich da leider auf meinen Weltrekord hinweisen, wo das nicht funktioniert hat. Weil der Kampf Wochen kacke ist. Also, okay. So, hi, hier ist Metroid Prime. Bekannt aus dem Spiel Metroid Prime. In der Metroid Prime Trilogy. Dieser Kampf ist ja. Okay. Metroid Prime geht durch mehrere verschiedene Phasen durch. Sobald es gelb ist, ist es relevant, den Power Beam draußen zu haben, wo man immer eine Super Missile raushauen soll. Problem ist nur, der Power Beam und der Plasma Beam sind die einzigen zwei Beams, die tatsächlich auch Schaden machen. Beim Ice Beam und beim Wave Beam ist es vor allem relevant, dass sie voll aufgeladen sein müssen, weil sie sonst meistens auch einfach gar nicht treffen. Deswegen versucht jetzt gar nicht irgendwas zu machen, was nicht voll aufgeladen ist, wenn es nicht der Plasma Beam ist. So, der andere Punkt. Das Spiel entscheidet sich dazu, für die ersten drei Räume den Plasma Beam gar nicht zu zeigen. Denken, kann man sich denken, ah, aber es ist doch glücksbasiert, irgendwann muss es doch passieren. Nein, tut's nicht. In den ersten drei Unterkammern wird der Plasma Beam nicht auftauchen, nur in der vierten und fünften. Ab der vierten taucht immer zu einem gewissen Punkt auf, ab der fünften ist es random. So, die Hitbox
von Metroid Prime ist direkt im Auge. Deswegen sollte man halt meistens in der Luft sein und direkt aufs Auge zielen. Manchmal sogar noch manuell. Man kann auch so, ja. Wenn Metroid Prime sich in der Powerbeam-Phase befindet und einen Super Missile raushaut, dann wird Metroid Prime kurz auf die andere Seite der Map gehen. Und wieder kurzzeitig in der Powerbeam-Phase sein. Haut dann direkt eine der neue Super Missile rein. Das ist die schnellste Weise, wie ihr einem Kampf Schaden zufügen könnt. Dafür sind eure ganzen Missiles da. Sobald das passiert ist, schießt noch einen Charge Beam da drauf und dann ist das Viech in der nächsten Phase. Jetzt ist nämlich wieder das gleiche, es dreht sich jetzt um, ist noch in der Phase und bam. Wird sich direkt wieder umdrehen und man hat es praktisch in einem Block gefangen. Funktioniert aber nur zweimal, weil ja, Metroid Prime die Farbe verändert. Genau, jetzt wie ich es vorhin angekündigt habe, ist es in einem Plasma Beam gefangen. Also, mit dem kann man richtig schön Schaden reinhauen, Problem ist nur, ja, wenn das Spiel es denn wollen würde. Würde ich ja noch einmal einen schönen, voll aufgeladenen Plasma Beam Schuss reinhauen und okay, cool. Jetzt startet die letzte Phase. Der Kampf ist, also den Kampf kann man richtig gut telegrafieren, es ist halt nur eine Sache von, hey, wie viele Wave- und Ice-Beam-Phasen bekomme ich? Wenn die Antwort ist ja, dann kann sich das Spiel mal ficken gehen. Und in der letzten Phase ist es jetzt in der Theorie so, dass Metroid Prime zwischen Phasen durchswitchen wird, aber ich hatte jetzt das Glück, direkt die Powerbeam-Phase zu bekommen und was dafür sorgt, dass, ja, dass der Kampf jetzt ein bisschen gebrochen ist. Vermutlich jetzt Wave-Beam bekommen, aber Plasma Beam wäre auch richtig knorke. Das ist sogar, glaube ich, ja. Ja. Gut, das ist so wie mein Weltrekord. Switch von Wave Beam auf Plasma Beam. Sehr gut. Perfekt. Weil sonst würde jemand halt eine Wave Beam Phase bekommen und so scheiße. So. Ich glaube, das sind jetzt auch die letzten zwei Schüsse. Ah, ich habe nicht getroffen. Ah, dangy. Okay, und bam. Vor allem mit dem Ice Beam ist es hart zu treffen. Deswegen geht einfach so weit wie es geht vor dem Kampf, also vor dem. Und das Exoskelett und haut durch! Yeah, Pogas! Aber ja, die erste Phase ist, sobald man sie herausgefunden hat, was haben ja auch eine Weile gedauert hat, ist sie sehr einfach. Muss halt nur treffen. Wenn man das kann, dann ist gut. Muss halt einfach nur wissen, hey, Hitbox ist am Auge. So, kommen wir jetzt zu Inneren von Metroid Prime. Okay. Das Innere von Metroid Prime. Meine Güte, Alter. Dieser Kampf ist der Grundarsch meiner Existenz. Ich will nicht sagen, wie viele Weltrekorde genau an dieser Stelle gestorben sind. Vier Weltrekorde an dieser Stelle gestorben. Moment, der Final Boss. Dragonier, bist du einfach scheiße in diesem Spiel. Aber Dragonier, bist du so scheiße in diesem Spiel, dass du beim Final Boss, dass du beim Final Boss einen Run verlierst, viermal, kannst du nicht einfach üben. Ja. Geht aber nur darum, der Kampf ist glücksbasiert. Ja, man kann den Kampf auf eine gewisse Weise manipulieren, aber nicht vollkommen. Es gibt einige Aspekte, die an diesem Kampf sehr, sehr relevant sind. Deswegen muss ich dir jetzt alle einzeln erklären. Es gibt da Tutorials dafür und so weiter, aber ich werde jetzt trotzdem alles zusammenfassen, was relevant ist. Also, am relevantesten. Da ist das Exoskelett, da will man nicht sein. Je länger man sich da hinten befindet, desto mehr Moves wird Dings aus. Man will auf diesem Ast hier stehen. Man will an der Nähe von diesem Ast hier sein, einfach. Am besten draufstehen. Weil, wenn man sich auf der anderen Seite der Map befindet, sorgt das dafür, dass Metroid Prime Dimension wechseln wird. Und das ist halt ein Move, den will man nicht haben, weil der Scheiß lange dauert. Je näher man sich halt entfernt vom Exoskelett befindet, sorgt das dafür, dass Metroid Prime weniger Moves zur Verfügung hat. Will halt nicht da stehen, so. Kommen wir zu den Phasenpools. Diese Pools verschwinden, wenn man nicht schießt, nach 25 Sekunden. Mit jedem Schuss geht ein bisschen was und Energie flöten. Man will halt praktisch einfach nur kurz den A-Knopf drücken und aus
deinen Timer schauen. Nach ungefähr 15 Sekunden möchte man einfach nur durchhauen. Also muss man einfach nur den Knopf gedrückt halten. Nämlich relevant, weil weil man damit am meisten Schaden macht. Weil wenn man direkt einfach von Anfang an die Kacke reinhaut, sorgt das nämlich dafür, dass der Pool sehr schnell geleert ist, man sehr wenig Schaden im Vergleich macht. Man will einzelne Schüsse reinhauen, damit man möglichst viel Damage rauskriegt. Klingt, als ob es keinen Sinn machen ergeben würde, aber es ist okay. Ich ergebe für euch gerne keinen Sinn. Ich wollte einfach nur sehr wenige Schüsse reinhauen und Metal Prime auch manchmal ein bisschen was machen lassen, damit ihr dann ungefähr nach 15 Sekunden einfach nur den Rest reinhämmern könnt. Yeah. Geil. Komm her. Weil wenn Metal Prime nach vorne rammen muss, sind das zwei sehr schnelle Attacken, die man mal jedes Mal machen kann. Das sorgt meistens dafür, dass man Metal Prime dann einfach da rein manipuliert. Das ist schnell mal gerne einen neuen Pool spawnen, weil man braucht den Pool sonst. Ist leider schwer, diesen Kampf zu machen. So. 42, 3, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bam! Okay. So. Das Wichtige ist auch noch zu erwähnen, die Metal Prime Lebensleiste, die endet nicht hier. Auch wenn man das denken könnte, die endet hier. So hier ungefähr. Heißt, wenn es da ungefähr ist, dann stirbt Metal Prime. Heißt, man kann ja natürlich, kann ich einfach so viel Schaden reinhauen, wie ich will. Nein, manchmal funktioniert diese Lebensleiste doch einfach nicht. Deswegen muss man ganz, macht einfach so, wie ich es gerade gemacht habe. Wichtig. Sonst funktioniert hier wieder nichts. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ab jetzt könnt ihr reinhauen. Geil. Aber das Spiel.